Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Linux Guides. Wie man sieht, Jean hat da die Richtung sich wieder. Nein, er hat sich nicht optisch verändert. Es ist wiederum Micha, der glücklicherweise eingesprungen ist. Heute gucken wir uns mal Proxmox an. Hallo, Micha. Ja, hallo Hauke und hallo liebe Zuschauer. Ja, Proxmox. Genau, Total Proxmox. verrückt. Total verrückt. Total Ja. verrückt. Genau, ich habe da mal im Hintergrund die Proxmox-Seite auf. Das ist eine. Du hast dich ja schlau gemacht, wie das mit dem Virtualisieren von. Wie ist das noch? Einer der Stufe 1, 2 und 3 oder so? Erzähl du Na, mal kurz. Hypervisor. Genau, Hypervisor. es gibt ja zwei Typen von Hypervisern oder ja, Hypervisern. Und es gibt einen Typ 1, der so nah wie möglich an der Hardware ist, was zum Beispiel Proxmox ist, aber auch vergleichsweise gibt es ja von VMware ESXi und Microsoft heißt es vCenter. Das sind zum Beispiel Typ 1 Hypervisor. Und dann gibt es noch Typ 2 Hypervisor. Da gibt es auch ganz bekannte Beispiele, wie zum Beispiel VirtualBox oder oh, VMware Player. Heißt der noch VMware Player? Ich glaube, Wo das hieß heißt das? noch. Also, Ja. das letzte Mal hieß er noch so. Ich glaube, das heißt Ja. immer noch so. Aber ja. Genau. Also das, was quasi noch zusätzlich zum Betriebssystem nochmal extra installiert wird, wo quasi noch eine Schicht dazwischen ist. Das ist dann der Typ 2 Hypervisor, aber im Endeffekt machen sie fast alle dasselbe. Nur ein bisschen anders jeweils. Xen gibt es noch als Typ 1, fällt mir gerade ein, noch relativ verbreitet. Stimmt. Denn letztendlich beim Proxmox ist jetzt ja ein Debian 11 drauf. Letztendlich ist es ja eine Distribution. Also so ganz auf nackter Hardware läuft es ja auch nicht. Also irgendwie ein Betriebssystem läuft ja immer mit da drauf. Ne? Also von Ja. daher. Ja, laut Red Hat's Wiki ist auch KVM, was nun mal die Basis oder eine Basis von Proxmox ist, ja ein Typ 1 Hypervisor. Dementsprechend, deswegen habe ich gesagt, so nah wie möglich an der Hardware. Und KVM ist, dadurch, dass es Kernel-based virtuellen Maschinen ist, sehr nah an der Hardware, sagen wir es mal so. Das kann man so schon zählen lassen. Man könnte sich auch streiten, ne? Aber Ja, lassen wir es einfach so. genau. Also, und vor allem, es funktioniert letztendlich. Ja, eigentlich kann uns das ja egal sein. Ja. Neben hier der KVM-Virtualisierung, die da drin ist, kann ich nochmal die größer machen. Also gibt es eben auch noch die containerbasierte Virtualisierung. Wobei Virtualisierung ist ja auch wieder so, das, kann man das dazu sagen? Eigentlich ist es ja Containerisierung. Es virtualisiert ja nicht wirklich einen Rechner, sondern stellt mehr oder weniger so eine Laufzeitumgebung zur Verfügung oder vielmehr es gaukelt der Distribution, der da drin läuft, halt vor, du läufst eben alleine auf so einem System, obwohl das überhaupt nicht komplett nachgebildet wird. Das ist die andere Variante, die eben im Proxmox auch noch drin steckt und das Ganze kriegt man unter, genau, kann man auch sehen hier, proxmox.com, also die wollen natürlich auch gerne Geld damit verdienen. Und man kriegt den Proxmox VE, dieses Virtual Environment, diesen Server kann man sich halt runterladen, kann den halt kostenfrei installieren und auch nutzen. Weißt du was zu den Unterschieden zwischen dieser kostenlosen Version und dem, was du noch dazu kriegst, wenn du quasi dieses, ist das ein Abo-Modell? Ich glaube ja, ne? Subscription, also du abonnierst quasi die Support-Zeile, die Support, den Support und du hast dann die Möglichkeit, andere App-Repositories einzubinden, nämlich die für die Subscriptions. Da ist es so, die freie Version oder die No-Subscription-Repos bekommen die Updates eher, sind quasi Testkandidaten für die Subscription-Repos. Also alles, was quasi durch den Zyklus No-Subscription durchgegangen ist ohne Fehler, wird dann quasi an die Geschäftskunden ausgerollt oder an die zahlenden Kunden, wo sie hundertprozentig wissen, das ist stabil. Ich muss aber dazu sagen, ich habe so ein Proxmox VE oder VE, Virtual Environment, in einer No-Subscription-Variante im Einsatz. Da ist bis jetzt noch nie was kaputt gegangen durch ein Update. Also das ist durch die Debian-Basis so stabil, ne? Da kann man nicht dran rütteln. Also
Und selbst wenn, ist die Doku extrem gut. Muss man auch sagen. Ja, genau, also kann man ja so Webseite zeigen, ist ja nicht so spannend, aber einmal grob hier kann man runterladen. Man bekommt dann so ein ISO-Image und ja, da ist dann halt dieses Installationsprogramm drauf. Das ist so wie ja, bei quasi allen Distributionen könnte man sich jetzt auf eine DVD brennen, wahrscheinlich noch, oder über einen USB-Stick installieren. Und damit halt so einen Proxmox-Server installieren. Und da ist dann diese komplette Distribution mit der Proxmox-Oberfläche mit bei, mit diesen ganzen zusätzlichen Programmen mit KVM und was weiß ich alles mit dabei. Und hinterher hat man eben eine, ja, eine Oberfläche, eine Web-Oberfläche. Das ist jetzt hier dieser Proxmox-Server, den ich vor ein paar Tagen mal installiert habe. Da ist noch nicht wirklich viel drauf. Ich habe mal so ein Linux Mint reingeschmissen. Und ja, das gucken wir uns denn noch mal so an. Also wir haben da jetzt auch nicht wirklich einen Plan, was da, was wir jetzt genau zeigen wollen. Also wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, was wir denn mal zeigen sollen, dann schreibt das hier bei YouTube bei YouTube in Twitch, nein, bei YouTube in Chat, bei Twitch in Chat oder eben auch auf der linuxguides.de/live-Seite und dann gucken wir mal und probieren dann mal ein bisschen aus, was es da so gibt. Jo. Genau. Installationstechnisch gibt es ja jeweils die Installations-ISOs. Man kann aber auch, das habe ich sogar gesehen, auf jedem bestehenden Debian-System quasi das Ganze in einen Proxmox umwandeln. Wird aber von Proxmox selber zwar angeboten, aber nicht empfohlen. Gibt es aber auch. Das ist total wahnsinnig. Weißt du, wo es steht? Also ich fuhrwerke jetzt hier gerade ein bisschen über Documentation. Steht das da? Das ist irgendwo in der Dokumentation bei der Installation. Da gibt es verschiedene Installationsarten. Da wird einfach gesagt, bind dir das Repo ein und dann kannst du Proxmox VE und mit apt installieren und dann holt er sich die Abhängigkeiten. Ist wie gesagt nicht recommended, also empfohlen, aber es besteht die Möglichkeit. Aber ich denke schon, die möchten quasi bei der Installation mit dem Installationsmedium da gewisse Hier. Einfluss drauf haben, wie die Storage, ich muss immer aufpassen, die englischen Begriffe jetzt nicht durcheinander zu werfen, die Festplatten zu partitionieren und ähnliches. Die möchten quasi keine bösen Überraschungen haben, wenn da schon was vorpartitioniert ist. Deswegen empfehlen sie es nicht. Ist aber alles möglich. Also wer da ein bisschen Verstand hat, der kommt auch damit klar. Also oder Erfahrung, nicht Verstand. Verstand haben wir alle irgendwo. Also vorher durchlesen auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt hier gefunden in dieser Installationsanweisung, in dieser Admin-Dokumentation und Genau. da steht denn drin, man soll hier in der etc/apt-sources-List oder in einer ja, .gist-Datei kann man das Repo angeben. Gucken. Steht es denn Bullseye? Ist das normale? Genau, also man kann hier denn ne, markieren. Angeben, dass man eine zusätzliche Paketquelle hinzufügt und wenn man das denn gemacht hat, oder vielmehr, das gibt diese Enterprise-Variante, da braucht man diese Subscription für, oder man kann auch die andere Variante, die No Subscription nehmen, da wo man so ein bisschen eben ja, Beta-Tester spielt, dann die nehmen und dann, ne? Naja, von oben nach unten vielleicht, genau. Dann kann man hier eben diese Paketquelle mit einbinden oder vielmehr diese zwei und dann hat man eben auch, ach Quatsch, das ist ja Debian. Also ne, ja, na, einmal markieren bitte. Das da. Genau, also dann kann man das einbinden und dann hat man eben die zusätzlichen Pakete für Proxmox mit dabei und dann kann man Proxmox über apt-get install Proxmox-VE installieren und dann da freut man sich darüber, dass es hinterher funktioniert und man ärgert sich, dass es nicht funktioniert. So. Kann immer passieren, aber Genau. naja, das klappt eigentlich ganz gut. Hast du das schon mal richtig durchprobiert, ob es da irgendwie Nebenwirkungen bei gibt?
Nein. Also ich hatte bis jetzt noch nicht die Nötigkeit, mir ein Debian zu nehmen und daraus dann Proxmox zu machen. Also ich wüsste auch nicht, woran es scheitern könnte, außer an irgendwelchen wilden Partitionsschemata. Nö, gut. Ja. Also, ne, falls ihr da noch irgendwie Informationen zu habt, das mal ausprobiert habt, ne, schreibt das auch gerne in den Chat rein. Aha, da kommt die erste Frage. Könnt ihr bitte die Backup-Funktion zeigen? Ist es möglich, für jede vor allem beliebig viele Backups was? Viel abzuspeichern und oder wird dort eine bestimmte Anzahl für alle VMs vorgegeben? Mit diesem Backup-Server, den gibt es ja auch nochmal extra. Den gibt es extra, aber den musst du nicht unbedingt haben, um die Backup-Funktion zu nutzen. Können wir dann zeigen. Also das ist, damit musste ich mich letztens erst wieder auseinandersetzen. Weil du hast ja da Rechenzentrum und da hast du Backups und da kannst du Backup-Jobs definieren. Und wie viel du aufheben kannst, bestimmt im Endeffekt dein Speichergerät. Also, das habe ich noch nicht benutzt. Also, ich denke mir, ich gehe auf Hinzufügen, oder? Genau, und dann definierst du einen Job, welche Maschine, um welche Jahreszeit, um welche Uhrzeit, an welchen Tagen. Ach so, und hier unten hake ich denn meine virtuellen Maschinen an, die ich damit reinbauen möchte? Ach Genau. so. Ah, okay, und dann kann ich sagen, hier alle 30 Minuten, jeden Tag um 21 Uhr, Montag bis Freitag 0 Uhr. Ja, okay, das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. So, wenn ich jetzt hier, ich nehme mal alle 30 Minuten, einfach mal so zum Ausprobieren. Achso, mit den ausgewählten Ach VMs, so, die ich unten habe. ich merke gerade, wenn du es lokal speicherst, hast du andere Funktionalitäten oder eingeschränkte Funktionalitäten. Ich habe es mir in Verbindung dienstlich angeguckt, zwecks dem Backup-Server. Und den Backup-Server setzt du auf als extra Maschine. Der definiert dann quasi so ein paar Backup-Aufgaben über ZFS-Komprimierung, wenn du das machen möchtest. Oder Allgemeinkomprimierung wird dann noch deutlich besser umgesetzt als das, was per Haus aus hier im Proxmox drin ist. Und der würde hier quasi nur als Storage Device angezeigt, wenn du es einbindest. Da kannst du aber wirklich sagen, an dem Tag um die Uhrzeit mache bitte so ein Backup. Das hast du hier jetzt nicht, deswegen hast du da diese vordefinierten Zeitpläne, was aber auch völlig okay ist. Hier sind die Modi, da ist immer wichtig zu überlegen, was möchte ich gerade backuppen, beziehungsweise wie wichtig ist die Maschine? Weil du siehst ja gerade Snapshot, Suspend und Stop. Das sind die Backup-Modi. Stop würde die Maschine runterfahren, komplett backuppen und wieder hochfahren. Das wäre das Konsistenteste, was du machen kannst. Für ein Produktivsystem muss man überlegen, kommt die allein wieder hoch, muss man ausprobieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man, wenn man es produktiv nutzt, sich nicht quasi da in goldenes Eiensnest legt, sage ich mal. Suspend ist ähnlich, da wird sie quasi nur eingefroren und ist auch noch relativ konsistent und die wird dann quasi nur wieder entfroren und da ist der Bootprozess dann nicht dabei. Snapshot wird einfach zur Laufzeit einfach ein komplettes Abbild gemacht. Kann sein, dass der inkonsistent ist vom RAM-Abbild her, ne? Da muss man immer überlegen, wie möchte ich diese Maschine backuppen, wie kann ich sie backuppen. Was aber wirklich gut funktioniert bei dem Stop, Suspend und Snapshot, wenn du da oben nämlich eine E-Mail-Adresse eingibst, kriegst du immer eine E-Mail, in welcher Zeit was abgelaufen ist. Das ist super detailliert und also das wünsche ich mir von anderen Produkten zum Beispiel, was man da bekommt. Also das ist echt super gemacht. Da steht auch drin, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Steht im Endeffekt auch wieder drin, ob die Maschine wieder da ist oder nicht. Das ist immer so das Wichtigste für einen Admin. Wenn der Backup-Job gefehlt hat, ist die Maschine wenigstens da oder klingelt gleich das Telefon. Was ist schneller, E-Mail oder Telefon? Kommt drauf an, wie das Telefon angebunden ist, ne? Ja. Am besten über den Server und wenn er aus ist, dann geht die Telefonanlage nicht. Ach, hoppala, das war das Backup von unserer Telefonanlage. Das ist doch eigentlich der Naja, Pro-Tipp, gut. so hast du eine ruhige Nacht. Ja. Ja, das will man eigentlich nicht. Ach so. Ach hier kannst du sagen, auch nur bei Ausfall möchtest du Nee, der also wenn dann. Nachtschicht Also werden? ich mache immer. Ja.
Weil, ne, ich will auch sehen oder abschätzen können, deswegen mache ich dieses immer, wie lange dieser Job dauert, ob der sich verändert und um da gewisse Zeitdeltas zu, also rauszufinden, wann was am schlauesten ist zu backuppen. Beziehungsweise dauert das Backup bei der einen Maschine jetzt länger, dann sollte ich die andere vielleicht mit einem höheren Zeitversatz später backuppen, damit der dort genügend Ressourcen zum Backuppen hat, aber nicht so viele Ressourcen braucht, um gegebenenfalls die Virtualisierung irgendwo zu beeinträchtigen. Darum geht es ja auch gerade für den Live-Betrieb. Also ich rede jetzt relativ viel vom Live-Betrieb, das muss ich dazu sagen, weil in meinem Home Lab, wie es so ganz viele YouTuber immer definieren oder ne, da habe ich kein Proxmox zu laufen, da habe ich KVM so zu laufen auf dem Ubuntu-Server, da habe ich Proxmox nicht. Ich nutze es wirklich dienstlich, dementsprechend kommen mir jetzt so die Tipps aus dem reellen Leben. Das ist ja vor allem Oder? auch wichtig, ne? Also die viele, die das einfach bloß nur so vorstellen oder so, die benutzen es halt gar nicht wirklich. Die machen dann vielleicht ein Video damit, klicken sich einmal durch und von daher ist das ja schon deutlich besser, dass du das wirklich benutzt. Ja. Also, Ja, ne? vor allen Dingen muss man ja auch überlegen, brauche ich jetzt ein komplettes Abbild der Maschine? Reicht nicht vielleicht sogar ein Plan B? Reicht es nicht sogar, ein Template von der Maschine zu haben und meine Nutzdaten tue ich nur backuppen, weil die sich nur verändern? Das sind alles Sachen, die muss man mal überlegen und durchspielen und ja, also überlegen. Aber so die Backup-Funktion, um mal wieder hier Genau. zurückzukommen, die ist schon super. Nur eben mit einem Backup-Server wäre die noch detaillierter. So, das ist das, was ich jetzt gerade sehe, zumindest. Tja, dann Ich haben. habe es bis jetzt nur mit einem Backup-Server genutzt. Wie ist der Transfer der Daten von dem Proxmox zu dem Backup-Server? Es kommt ein bisschen natürlich auf die Anbindung, auf die Leitung drauf an. Da war es bei uns so, dass es im selben Rechenzentrum in einem separaten Netz war. Also das war Maximum Leitung, ne, was die Leitung hergibt. Also Über welches Protokoll läuft das? Die Synchronisation, also der Transfer der Daten? das macht er, glaube ich, fast alles über SSH. Achso, Eh die okay. Kommunikation und ich glaube, die Daten sind dann auch über SSH. Ich habe jetzt nicht direkt mitgesnifft mit TCP-Dump oder ähnlichem, aber wäre Quatsch, wenn er das jetzt anders macht. Weil die handeln sich ja untereinander. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit du mit der ganzen Cluster-Funktion schon hinterher warst. Die handeln sich eh ganz viel über SSH aus. Oder arbeiten ganz viel über SSH-Verbindungen. Gerade wenn du von einer Maschine auf den oder von einem Knoten auf den anderen transferierst, musst du gucken oder musst du im Vorfeld überlegen, wenn du clusterst im Rechenzentrum, jetzt kommt leider Gottes wieder diese böse Realität ins Spiel, hast du quasi ein internes Netz, worüber du arbeiten kannst, ne? Um einfach nicht dein externes Netz, wo du vielleicht Daten reinkriegst oder wieder rauspumpen musst, dort Bandbreite zu limitieren. Also ganz viel ist über SSH, über diese Handshakes und das sieht man dann eigentlich auch, wenn man es praktiziert. Aber so als Standalone-Variante brauchst du es ja eh nicht, wenn man es mal ausprobieren will. Wenn man es dann wirklich produktiv einsetzen will, dann muss man da mal ein bisschen die Doku wälzen und auch ein bisschen ausprobieren. Gut, dann haben wir ja oben noch Aufbewahrung. Ah, okay, so definiert das hier. Ja. Das macht der Proxmox So. Backup Server auf dem Proxmox Backup Server. Die Aufbewahrungshistorie, wenn du das so machst. Aber hier ist ja extra gelöst. Das ist ja auch schön. Ja, letzten dreimal hier und die letzten, keine Ahnung, eine Woche. Auch so und genau. Drei Stück, dann wird, oder? Oder wie hat man das jetzt zu sehen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte die letzten drei haben, die Dann behält er sollen. auf jeden Fall die letzten drei. Wenn du das täglich machst, dann hier hast du wie viele Tage? Ich sehe es gerade nicht, weil es blau Also markiert ist. ich habe jetzt Sieben Tage. sieben und einen Monat, dann verteilt er das über einen Monat und eine Woche, dass denn da ein Abstand. Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja, das ist ja jetzt die Aufbewahrungshistorie. Wenn wir Genau. jetzt sagen, geh noch mal bei allgemein rein, wie hast du den definiert? Du hast den jetzt alle 30 Also Minuten. genau. Boah, dann würde der rein theoretisch den so lange aufbewahren, bis er entweder die letzten drei überschritten hat oder eben die letzten 7 Tage oder eben den letzten Monat.
Du musst jetzt nochmal, geh nochmal in den anderen Tab. So rum würde ich es jetzt lesen. Dass du quasi vom längsten zum, der längste kriegt dann immer nicht den Zuschlag, sondern der jüngste, oder? Ja. So lese ich das jetzt. Bring es jetzt richtig rüber, wie ich sagen will. Das ist immer. Das ist immer das. Er behält auf jeden Fall die letzten drei. Genau, die ja. Also ist das sowas, was als erstes eintritt? First Also. come, first serve, so rum. Genau. Und du gehst von oben nach unten. Es sei denn, der letzte Monat passt in die letzten 3 Tage und die letzten drei Dings, in die letzten drei Backups. Ansonsten wird der Monat ignoriert, weil die letzten 3 Tage. Ja. Die letzten drei Backups, so, nicht die drei Genau, und Tage. wenn ich jetzt hier 100 hätte. Und ich das nicht hier, also wenn ich jetzt hier sage, jeden Sonntag, dann passiert das ja eben bloß einmal im Monat, dann würde er mir 100 theoretisch aufbewahren, aber da ist ja bloß eine Woche, oder wird das zusammengezählt? Ist das jetzt eine Woche plus einen Monat? Oder ist das bloß eine Woche, weil das jetzt der kleinste Wert dafür ist? Fiese Frage. Das kann sein, aber Moment, vielleicht hat es hier auch jemand im Twitch-Chat gerade beantwortet. 3 von heute, 7 Tage und 1 Monat. Ja, klick doch mal Warum? auf Hilfe. Das wäre vielleicht interessant. In der Doku steht es bestimmt, du hast da in der Maske unten links eine Ach Hilfe. da, Hilfe. Geht die Doku in der Ah. Regel auf. So. Available. Genau, alle behalten, ja gut. Only latest is Nee. kept. Or kept, so. Ich mach's. Ach so, hier, was heißt das? Retention, ist das Ja, Aufbewahrungsoption? ja, 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 ja. So, also die sind in der Reihenfolge, wie sie angegeben werden, ja, so werden sie halt abgearbeitet. Also wirklich von oben nach unten. Und so wie sie zutreffen, bedeutet, die letzten drei werden aufgehoben, die letzten 7 Tage jeweils eins und jeweils der letzte Monat eins. Den. So macht es auch Sinn. Ja. Ja. So macht es auch Sinn. Also ja, alles andere wäre Quatsch. Achso, und da kann ich jetzt hier noch. Achso, da kann ich irgendwie noch zusätzliche Informationen zu den Backups laufen, also zu den Backups anheften. Ne? Genau. VM-ID, Cluster. Achso, ja gut, dann kann ich schreiben hier, ne? Dieses Backup. Up. Kästen. Cast Name. Ist von und dann würde der quasi den Maschinennamen dort einsetzen. Das ist ja quasi so eine Template-Variable, steht da unten drin, genau. So irgendwas, ne? Genau. Zack. So, erstellen. Und da haben wir jetzt hier ein Backup-Job, der jetzt jeden Sonntag um 1 Uhr einmal durchläuft und dann ja maximal 100 Stück und Aufbewahrungsoptionen nochmal irgendwie anders. Genau. So. Und dann haben wir ja einmal dieses Local und auch noch das Local LVM. Und die Backups, die landen jetzt wo? Landen die auf LVM? Nee, gucke mal. Du hast ja. Ja, pass Was? auf. Naja, das ist cool. Wenn du klickst, ich wollte dir gerade sagen, wenn du da jetzt nämlich rumklickst und diese Seitenleiste dir anguckst, die da aufpoppt, also rechts daneben diese leicht grau unterlegte, wo du jetzt auf Übersicht bist, siehst du hier bei Local PVE Backups, er speichert dort die Backups, und wenn du jetzt unten auf Local LVM mal wechselst, ist der Punkt nämlich weg.
Ja. Man muss nämlich ein bisschen der Doku lesen. Beim Anlegen der Storage-Option muss man auch sagen, für was dieses Storage gut ist. Und manche Storage-Typen sind nur für gewisse Sachen geeignet oder vordefiniert bei Proxmox. Zum Beispiel reines LVM-Volume ist für die nicht als Storage-Space angedacht. Da muss man ein bisschen anders angehen. Aber der LVM-Storage-Space ist halt dafür gedacht, um wirklich diese virtuellen Disk-Images und Container-Images. Sind es bei LXC Container-Images, wo die Festplatte, also wo das Dateisystem drauf liegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die das so machen. Template. Das Template liegt da drauf, auf jeden Ja. Fall. Also dementsprechend, in dem Fall so, wie es installiert ist, würde der es nur auf Local PVE ablegen und dort ist halt die Grenze bei 100 Giga, so wie es aussieht. Ja, okay, also das ist eben auch diese, also ich habe da nicht irgendwie noch was eingestellt, das ist eben alles, was der Installer so vorgegeben hat. Da ist ungefähr eine 500 GB SSD drin. Man nimmt da sich halt hier 100 für, ich denke, da ist auch das Betriebssystem mit drauf und Ja, die und anderen. zusätzlich die Images und Container-Templates, das muss man auch mit einbeziehen. Das ist der Standardspeicherort dafür. Genau, also muss man ein bisschen aufpassen, sodass man sich da selbst nicht die einzelnen Bereiche nicht so klein macht, sodass es dann nachher nicht passt. Genau. Ich habe nur gerade gelesen im, was ist denn das? Ich habe die Finster offen im YouTube-Chat. Was ist der konkrete Anwendungsfall von Proxmox VE? So, ja. Virtualisierung von Betriebssystem ist genau der Anwendungsfall. Wenn du oder wenn man kein Bildschirm oder eigentlich für die Server-Virtualisierung, die Virtualisierung auf einem Server, das wäre der Anwendungsfall. Und nicht eben auf deinem Desktop-Rechner, wenn du was ausprobieren möchtest, zum Beispiel mit VirtualBox. Wenn du wirklich das Ganze auf einem Server oder auf einer serverähnlichen Umgebung laufen lassen möchtest, ist Proxmox eine Möglichkeit, das umzusetzen. Und Virtualisierung an sich, mehrere Betriebssysteme nebeneinander von sich abgekapselt auf derselben Hardware. Ne? Das wäre, denke ich mal, konkret genug. Jo, genau. Es sei denn, es gibt noch Fragen, dann immer rein in den Chat. Genau. Genau, und am besten auch wieder hier kennzeichnen mit @linuxguides.de. Dann werden die so ein bisschen farblich vorgemerkt. Dann kann ich die auf jeden Genau. Fall leichter wiederfinden. Genau, dann sieht es auf jeden Fall der Hauke. Dann das nächste wäre, wahrscheinlich, wenn ich nichts übersehen habe, kann man Grafikkarten durchreichen? Ja. Kannst du bei KVM virtuellen Maschinen durchrechnen über KVM? Geht nur bei KVM, bei LXC Container geht es nicht. Aber ja, du kannst eine Grafikkarte durchrechnen, du kannst quasi auf einem Proxmox dir dein Spiele-Windows installieren und dort eine Grafikkarte reinstecken und die an die virtuelle Maschine durchreichen, dass genau diese virtuelle Maschine auch wirklich physisch diese Grafikkarte benutzt und dass du da am meisten Leistung von hast. Können wir mal gleich mal ausprobieren. Also ich, oder noch einmal zurück hier. Also oben kann man hier erstelle VM, eine virtuelle Maschine erstellen, oder eben erstelle CT, also so einen Container. Genau. Und also eben erstelle VM. Dann, also Linux Mint habe ich mit, also das ISO habe ich schon hier drauf auf der SSD. Darum, mal gucken, also habe ich noch nie ausprobiert, wie es geht. In dem Rechner selbst ist eine Nvidia-Grafikkarte drin. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das durchreichend schon in der Weboberfläche angekommen ist. Gucken wir Weil mal. ich habe es mal bei Proxmox 5 oder 6 noch über Terminal machen müssen. Das waren zwar zwei, drei Terminal-Befehle, aber hat dann funktioniert. Jo, muss nicht funktionieren, was wir heute zeigen. Also von daher kann das auch daneben gehen. Genau, also ISO-Image habe ich schon drauf. Also das wird in dieses virtuelle CD-ROM-DVD-Laufwerk reingeschoben, damit ich davon installieren kann. Ja, Typ Linux ist wahrscheinlich eine gute Wahl. Dann Kernel, neuerer, genau.
Was haben wir noch hier? Da könnte man jetzt gucken. Vielleicht ist es hier drunter. Also es gibt hier Ich glaube noch nicht. Nee, nee, nee. Virgl GPU. Vielleicht das? Nee, nee, das müsste dann wirklich über Path-Through passieren. Das ist, glaube ich, so noch nicht drin. Standard VGA. Nee, das wären jetzt nur die, ich sag mal, Standard-Virtualisierungsmöglichkeiten von KVM, die du drin hast. Da hast du ja ganz viel. Die Default-VMware-kompatibel, die Spice-Geschichten oder die Virt.io. Nee, 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 nee. Das hast du hier leider nicht drin. Oder wie wir übersehen, es kann auch sein. Aber nee. Weißt du, was das macht? Virtual. Klickst du bitte mal unten, wo zurück und weiter ist, noch auf erweitert, bitte? Da ist eine Auf. Checkbox mit erweitert. Ist. Und, also in dem Dialog, wo du gerade bist, also Ja, nicht in genau. dem Dropdown, sondern in dem Dialog, hast du unten die zwei blauen Knöpfchen. Ach, da. Okay. Ah, schade. Okay. Vielleicht ist meine. Normalerweise gehen hier dann noch andere Optionen auf. Ja. Ja, gut. Dann würde ich einfach mal Spice hier nehmen. Das Ja, ist ist das beste so, Protokoll, was du da so nehmen kannst. ja, also letztendlich ein Netzwerkprotokoll, was sehr effizient Audio- und Videodaten von so einer virtuellen Maschine an ein kleines Programm durchreicht. Also es erkennt auch irgendwie an der Stelle von so einem Desktop zum Beispiel, wird ein Video abgespielt, dann wird dieser Bereich irgendwie anders komprimiert, damit das Video flüssiger ist. Und das ist schon ziemlich trickreich. Genau, Maschinentyp, das lassen wir mal so. Genau, und dann kann man eben auch noch vorgeben, ob das ja so ein BIOS-System ist, also quasi dieses traditionelle System, oder eben auch UEFI sein soll. Also mit dem BIOS klappt eigentlich, ja, ich glaube, jede Distribution. Bei Fedora wollten sie es irgendwie rausnehmen, oder? Das BIOS, und dann Bei haben sie diesen Fedora wollten sie Swap-Router. es rausnehmen. Du musst aber noch bedenken, BIOS würde inzwischen, glaube ich, nicht mehr bei Windows 11 funktionieren, weil durch das Okay. TMP-Schichten wird UEFI vorausgesetzt. Ist So. aber nur in Anführungsstrichen eine Distribution. Also, ne, Linux-technisch sollte alles laufen. Ja, also TPM kannst du hinzufügen, ja, nochmal, ne? Und dann Locals. Also habe ich ja nie benutzt, von daher. Ja, aber TPM mit BIOS zusammen geht, glaube ich, nicht. Also. Weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht rot. Ja. Also, keine Ahnung. Aber gut, brauchen wir heute nicht. Den QEMU Agent, der war, also den muss ich ja eigentlich im Betriebssystem installieren. Also in dem System, was ich da drin. Eine Ahnung, warum ich das anhaken kann, was das bringt. Das sagst du im Nachhinein, wenn du installiert ist, damit Proxmox von außen über den QEMU Agent A ein paar mehr Parameter von der Maschine abzwacken Achso. kann, auslesen kann und eben steuerungstechnisch hat das noch ein paar Sachen. Aber Okay. prinzipiell kriegt der von die Schleife außenrum mit runterfahren, Neustarten auch alles hin. Aber über den QEMU Agent ist es noch ein bisschen schonender zum Wirt, zum Gast. So rum. Der Wirt ist Genau, der ja. andere. Ist für mich Genau. auch die 8. Stunde. Muss man sich konzentrieren. Genau. Nee, gut. Also hat keinen Nachteil, darum erstmal ein Häkchen an der Stelle setzen. Disk, wie groß soll die virtuelle Festplatte werden? Hier 32 GB. Ja, es passt, würde ich sagen, ne? Für so ein Reicht, Linux Mint. reicht, reicht. Genau. Dann haben wir hier als nächstes, also SSD-Emulation. Ja, glaube, das macht nicht so einen großen Unterschied. Achso, ah, hier genau. Das sind die, ne? Unterschied zwischen normal und Naja, und da erweitert. weiter, genau. Dann kommt hier ordentlich was dazu. Naja, da gibt es dann, also da muss man schon ein bisschen, wie gesagt, nebenbei die Doku offen haben oder sich schon mal mit KVM-Virtualisierung auseinandergesetzt haben. Da gibt es wirklich Optionen, wie man was, durchreichen kann, sage ich mal. Und dementsprechend, ja, die Option gibt es. Also. Die Optionen sind massig und ich muss leider zu meiner Schande gestehen, seitdem ich in der Technikwelt bin, bin ich in der Open Source Welt. Ich weiß gar nicht mal so wirklich, auch wenn wir es dienstlich einsetzen, was so ein ESX oder ein vCenter quasi anbietet. Ich weiß gar nicht, ob Proxmox dem Ganzen überlegen oder unterlegen ist. Ich finde aber das, was mir Proxmox bietet, schon einfach ein gutes Gesamtpaket. Also ich vermisse nichts, sagen wir es mal so.
Würden jetzt Konkurrenzprodukte was vermissen lassen, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht weiß das jemand hier, ob es da massive Unterschiede in den Möglichkeiten gibt. Der Onkel im Blau ist sehr leise. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Also ich habe das Mikrofon jetzt nochmal ein bisschen näher rangezogen. Also weiß ich nicht, bin ich noch zu leise oder ich will ja auch nicht hier so rumbrüllen. Einfach genau, da der eben ein bisschen, bis es jetzt bei YouTube läuft, da haben wir immer eine gewisse Verzögerung. Ach nee, das war Twitch, ne? Genau. Das war Twitch. Ich würde sagen, hier erweitert sparen wir uns heute mal. Kerne gönnen wir uns mal 4. Also 4 sind auch physikalisch im Rechner drin. Speicher. Du kannst auch mehr nehmen. Nur zu gegebenenfalls Problemen führen. Das stimmt. Ja. Besser, danke. Ne? Passt mal im Ton jetzt. Ah, super. Und jetzt auf YouTube auch noch gut oder bin ich da jetzt zu laut? Warum auch immer. Kann eigentlich nicht sein, aber wir haben schon die dollsten Dinge erlebt. Dann Speicher. Kriegt er mal hier 4 GB. Und dann Netzwerk. Kann ich noch auswählen, was für eine Netzwerkkarte emuliert werden soll. Mit dieser Word.io, damit kommt Linux Mint auch klar. Da kommt es klar und Word.io-Geschichten sind von KVM der Default, nicht ohne Grund. Also das funktioniert unter KVM mit am besten, es sei denn, man braucht irgendwelche speziellen Spezialsoftware, gibt es ja auch genügend in der Serverwelt, die gewisse Netzwerkkartenchipsätze brauchen. Da kann man nämlich die anderen, wenn du mal aufklickst, da war irgendeine Intel E, glaube ich, dabei, Realtek oder genau, die E1000 ist auch so eine Klassiker. Wenn es da Spezialsoftware gibt, die unbedingt sowas braucht. Oder VMware, genau. Aber Word.io klappt am besten. Also alles, also unter Linux kannst du alles mit Word.io nicht emulieren, virtualisieren. Hm. Das geht mit am besten. Also die kennen sich am besten, weil das ist ja freie Geschichte. Also Open Source Software und die so nah am Kernel ist, dass die am Wirt ist es am Kernel und im Gast ist es am Kernel. Da gibt es am wenigsten Reibereien, sage ich mal. Ne? Das will ich damit sagen. So. Und das ist insofern ja auch, ist das spürbar schneller? Also wenn ich jetzt das nehme im Gegensatz zu der E1000? Da müsstest du wirklich auf einem ziemlich krassen Level das Ganze loggen. Also vielleicht ein bisschen. Also spürbar jetzt im Betrieb würde ich jetzt nicht sagen, aber so für gewisse Latenzen, die relativ speziell sind, bestimmt. Okay. Also bis jetzt habe ich noch nirgendwo was gefunden, was mit einer Virtual oder ähnlichem langsamer war. Okay. So, nochmal vorwärts hier. Kriegen wir nochmal eine Übersicht über das, was ich bis jetzt so eingegeben habe. Und genau, einmal abschließen. Und dann hat er die hier schon so halb angelegt. Kann ich da drauf gehen. Und die normale Konsole, die ich ja auch im Webbrowser habe, ist eben die SnowVNC. Geht da so ein Fensterchen auf. Da ist erstmal, der Rechner ist halt noch aus. Kann ich dann sagen, hier Start Now und dann... Genau, und da habe ich jetzt meinen Linux Mint. Den Installer. Genau. Oder den Booter. Ja, also das, ist das Grub eigentlich? Oder was für ein Ding? Ja, das ist Grub. Ich glaube, Lilo benutzt heutzutage keiner mehr. Nee, das gibt ja auch noch dieses PXE-Linux, das hat ja auch noch so ein Menüsystem. Darüber könntest du... Ach so, ja. So, genau, und jetzt... kriege ich ihn. Gerade immer so einen ganz kleinen Rand da. Kriege ich den nochmal? Willst du den Rand wieder haben? Ich brauche ja unten, also unten gibt es ja noch diese Menüzeile. Ach so. Die ich gerne hätte. Ansonsten. Yeah. Obwohl. Ich muss nämlich. Also es zieht auch so leicht nach.
Ja, wenn nicht, klappst du mal auf der linken Seite da den Pfeil aus und dann müsstest du, glaube ich, mal auf Vollbild gehen und dann skaliert das dir hoch. Dann kannst du, glaube ich, damit arbeiten. In dem Fenster hier hast du doch diesen grauen Pfeil. Klick da mal Ja, drauf und da genau. kannst du das zweite von oben. Klicke da mal drauf, dann müsstest du damit arbeiten können. Ach, ach ja, genau, okay. Ja, okay, gut, und dann ist es so ein bisschen. Ja, nee, jetzt ist wirklich Ist alles zwar gut. 4 zu 3, Nee, aber mein Gott, ist ja sind wir halt gut. wieder in den 90er. Das Sitzen wir auch nicht im Weg, alles passt das ja. Ja, Denn hat ein hier, bisschen Charme. ich habe Proxmox irgendwie vor 2 Jahren oder so mal ein bisschen rumgespielt mit. Dann hatte ich jetzt eine relativ große Pause und habe eigentlich bloß VirtualBox gemacht. Und das, was mich halt gewundert hat, als erstes ist, dass er hier sagt, hier Network disconnected. Das liegt daran, dass Proxmox, anders als VirtualBox, standardmäßig kein NAT macht. Also da ist kein virtueller DHCP-Server drin. Ich muss also selbst dafür sorgen. Und hier in meinem Testnetz, da habe ich eben keinen DHCP-Server, der irgendwelche IP-Adressen einfach mal so frei verteilt. Von daher muss ich dem Ding jetzt mal eine statische IP-Adresse geben. So. Einfach so. Ja, nee. 24. Gateway. Und das auch. Also das braucht ihr normalerweise nicht, wenn ihr jetzt hier im einfachsten Fall so eine Fritzbox da rumliegen habt oder ja, was gibt's noch? OpenSense zum Beispiel, was ein DHCP-Server macht. Dann geht das eben auch darüber, denn ja, Moment, links. Ah, toll, dass er dieser der dieses Informationsdings denn da drüber liegt. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Ein Netzwerk haben wir, jetzt können wir installieren rein. Genau, Theopraktisch. jetzt auch das. Genau, also man braucht eben externen DHCP-Server, weil diese virtuelle Maschine verhält sich in dem Netzwerk, was ihr so vorhanden, also was ihr habt, um den Proxmox anzubinden, wie halt ein normaler Rechner. So. Ach, ist eigentlich auch egal. Ist ja eh bloß so ein bisschen zum. Mit. Ja, nimm mit. Das ist diese Wegschmeißen Mitnahme. kann man es immer noch. Das ist diese Ja. Mitnahmementalität. Gibst Ja. du heute gratis. Genau. Erstmal haben. Genau. Wegschmeißen kann man es immer noch. Genau, also das ist letztendlich diese ganz normale Installation, die man auch hat, wenn man das physikalisch installiert auf dem Rechner oder in einer anderen Virtualisierung. Also das ist letztendlich immer also total unspektakulär eigentlich. Ich mache jetzt ja auch mal automatisch anmelden, sollte man normalerweise auch nicht. Spart ja nachher ein bisschen was zum Eingeben. So nebenbei hier Thule 129 auf Twitch. Ich habe genug von VMware mit ihrem Hardware-CPU-Beschränkungen und ihren tausenden Einzelkomponenten. Wie ist denn da? Vom Preis wollen wir gar nicht reden. Das hat mich früher auch so fertig gemacht. Ich habe ja irgendwann angefangen als IT-Systemkaufmann, war dann eigentlich direkt am Gegner dran in einem Ladengeschäft und bin dann irgendwann ins Angebotswesen reingerutscht. Mich hat das immer irritiert, dass ich da VM-Center und Lizenzkosten anbieten musste, nur für zur Virtualisierung. Da habe ich mir jedes Mal gedacht, also einfacher aus Luft Geld machen kann man ja gar nicht. Aber warum muss man denn so einen Quatsch machen? Also Weil natürlich, es Geld ist geht. klar, aber, ja, aber es ist unglaublich. Ja, das ist. Das habe ich auch nie verstanden. Also, Ja. Software. Wenn es gut läuft, dann kannst du aus nichts viel Geld machen. Ja, genau. Ja, und wenn du erstmal so deine Kundschaft da so gepackt hast, dann kommen die auch nicht mehr so leicht weg. Also migrier das Jo. von so einem VMware-Dings denn mal weg. Ich glaube, das geht auch nicht so einfach. Oder? Geht das überhaupt? Frage auch an Na die und Zuschauer. Wisst ihr, ob das geht? ja. Wenn ja, wie groß sind die Schmerzen? Ja, du musst ja eigentlich, ja, du musst schon mit relativ viel Schritten arbeiten, dass du das virtuelle Disk-Image, also bei virtuelles Disk-Image ist es bei
zu viele Hypervisor im Kopf. Wie heißt es denn? VirtualBox, VDI, kannst du ja auch konvertieren in andere Formate. Bei QEMU ist es das QCOW2-Format. Du musst erstmal das Disk-Image konvertieren und dann musst du halt gucken, dass du dieselben Einstellungen auf deinem neuen Hypervisor triffst, wie es auf der alten Maschine war. Und dann ein paar stotterige Kinderkrankheiten beseitigen, wenn es dann halbwegs läuft. Also es ist immer ein bisschen mit Arbeit verbunden, wenn du das Produkt wechselst. Aber theoretisch machbar. Kannst du das auch automatisieren? Es gibt große Hersteller, die so Konvertierungstools anbieten für Geld. Ach, für Geld? Na klar. Und also ich glaube, VMware hat da mal irgendwie ein Konvertierungstool gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie es aktuell ist. Ist mir auch, wie gesagt, ich bin da raus. Ja. Ah, oder noch mit einem dritten Tool quasi ein Backup machen und das in der neuen Maschine restauren, wie ich es gerade hier von Thule 1.2.9 lese. Ja, klar. Zwischen Hyper-V und VMware ESX funktioniert das Active Business Backup von Synology wunderbar. Okay. Mhm. Und damit kriegt man so eine komplette virtuelle Maschine einmal auf das NAS gesichert und von da aus wieder zurück. Auf eine andere Virtualisierungsumgebung? Muss ja gehen. Also wenn du das Ganze per Block-Device oder Block auf Block-Ebene machst vom Block-Device, ja klar. Das also neue, eben mit den Einstellungen, ne? Dass du dann vielleicht eine leicht andere Grafikkarte von einem Virtualisierer zum anderen hast und dass das dann irgendwie nicht funktioniert oder einen anderen SCSI-Controller, was weiß ich. Dass es da dann irgendwie hakt. Den Schluck auf hast du ja meistens. Also, ne? Also ich habe ja letzte Woche auch mal so einen Trick gezeigt, am Donnerstag bei mir im Stream, wie ich Batocera Linux, das ist eigentlich eine Distribution, die nur zum Live-Betrieb benutzbar ist, in einer virtuellen Maschine zeigen kann. Da habe ich auch das Image, also das .img-File, einfach in VDI-Image umgewandelt. Hab das eingehangen und gebootet. Ne? Also konvertiert kriegst du alles. Ob es dann startet, ist so die andere Frage. Und dann ein bisschen zwei, drei Einstellungen. Ich musste dann nämlich auch gucken, weil die Default-Grafikkarte von VirtualBox wollte da nicht so. Da musste ich eine andere nehmen. Aber dann ging es wunderbar. Mhm. Jetzt, wo wir gerade dabei sind, hier im Migration von virtuellen Maschinen oder von Systemen von einem auf den anderen. Vor ewigen Zeiten hat bei unseren Kilo Open Source und Linux Tagen mal einer einen Vortrag gemacht über Relax and Recover, heißt das. Ja, Genau. Und so, was ich da noch im Hinterkopf habe, ist, dass es wohl irgendwie so dieses Zaubertool ist, wo du von physikalischen auf virtuelle Maschinen, also das umziehen kannst, ganzes System oder eben auch umgekehrt. Und das passt wohl auf magische Weise, dass alles auch anders ist, hinterher wieder läuft. Na, was heißt magische Weise? Also damit habe ich mein Arbeitsnotebook, als dann die Covid-bedingte Homeoffice-Zeit losging, quasi bei mir auf dem Home-Server virtualisiert. Habe dann quasi mit RIA ein Backup mit Image erstellt und dieses Image dann auf der virtuellen Maschine eingehangen. Der hat das zurückgezottelt, kurz mal geguckt, wie hier die Partitionen sind. Und dann hat er alles hübsch zurückgespielt und fertig war's. Aber man kann auch, wenn man das will, das Ganze komplett mit rsync quasi klonen. Okay. Auf eine andere Maschine. Das geht auch, aber RIA nimmt dir noch die ganze Partitionierung ab. Setzt aber wirklich voraus, dass die Maschine immer den gleichen Kernel hat. Also das ist zwar in dem Boot-Image dabei, aber du musst halt bedenken, dass RIA auch nicht das Allheilmittel oder das Allzaubermittel ist. Weil eben das Kernel gebunden ist. Aber das ist meistens in diesem Boot-Image, was man dazu bekommt, mit drin. Hat man das Boot-Image nicht mehr, bootet ein anderes Image und will ein anderes Backup wiederherstellen, dann knallt es meistens. Hm. Ja, gut. Dann, was hatten wir noch hier? Noch ein Hinweis zum Thema Kosten hier. Stimmt, da war was. VMware ist ja gekauft worden von Broadcom. Oder ist das durch oder ist es noch in der Schwebe? Müsste eigentlich durch sein, ne?
Das muss der Chat beantworten. Das Also kann. von daher, ne, mit den 61 Milliarden US-Dollar, die dafür wohl aufgeboten wurden, die müssen auch wieder reinkommen. Ja, das ist meistens so beim Kapitalismus, ne? Die machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern die wollen das wohl wieder haben. Also es wird, ich orakle mal, nicht günstiger. Genau. Genau. Ah, okay. Dann bei YouTube einmal Kauf ist noch in Verhandlung. Genau. Ja, wie auch immer. Keine Ahnung, ne? Genau. Schnäppchen. Genau. So, dann die virtuelle Maschine ist jetzt auch installiert. Jetzt kann ich sagen, einmal jetzt neu starten. Genau. Ich glaube, das funktioniert sogar unter Proxmox, dass er diese virtuelle DVD dann auch aus dem Laufwerk rausschmeißt. Die wirft er dir raus, das kriegt er mit. Das kommt von der KVM-Virtualisierung her. Das hast du auch, wenn du nur einen Libvirt-Manager benutzt. Da musst du extra anhaken, dass das eine Live-CD ist und immer drin bleiben soll. Ansonsten merkt er das, dass es das eine einmalige Installation ist und schmeißt dir das Image raus. Oder macht das genau nicht und du müsstest es erst anhaken. Auf jeden Fall sind die Proxmox-Leute hier praxisbezogen und schmeißen die automatisch raus. Es kann auch sein, dass KVM das nicht macht und dass die quasi das dazu gepatcht haben. Das hier müsste ja halbwegs Oh, die HD Ready. Na ja, gut. diese Konfiguration behalten. Genau, machen wir mal. Ist auch schön groß. Können wir ihn gut lesen. Ja, das auf jeden Fall. Also so zieht es halt ein bisschen nach. Ne? Also weiß nicht, ob man es im Stream jetzt so gut sieht, aber das schwimmt halt. Mein Präsentationssystem heute, das läuft in der VirtualBox drin. Da habe ich dann den Browser drin. Und ja, genau, und da. Du musst doch bedenken, das ist hier garantiert der Software-Rendering-Modus vom Cinnamon. Der zieht eh nach. Das hier, das ist, glaube ich, also ich meine, es ist ein XFCE, aber. Ja, das ist doch Cinnamon, oder? Mach mal das Menü auf. Nö, das ist XFCE hier. Ah, okay, sorry. Dann habe Also ich das ich einfach verkannt. hab ich extra so was genommen, was nicht so Ja. viel verbrennt. So, und wie komme ich Du, ich ausgehen? assoziiere halt Linux Mint mit Cinnamon. Sorry, es ist halt so. Es ist die Cinnamon-Distribution. Also das ist jetzt hier eben der Zugriff über dieses NoVNC, also dieses ja, warum heißt das jetzt eigentlich NoVNC? Ist es jetzt kein VNC, sondern was Besseres? Es ist schon VNC, aber du brauchst kein VNC-Client. Also das Ach, meine ich mit darum. NoVNC. Ja, Das okay. ist auch mit Guacamole und ähnlichem allem drin, was wirklich webgestützte VNC-Client ist. Denn sonst die andere Variante, die es hier halt auch noch gibt, also Konsole, wenn ich jetzt hier nur einen Textmodus hätte, könnte ich wahrscheinlich über dieses Xterm.js, also auch JavaScript, drauf zugreifen. Und dann habe ich hier eben noch Spice, das ist eben dieses Protokoll, was das Ganze noch ein bisschen besser macht. Und wenn ich da drauf gehe, kriege ich hier so eine spezielle Datei. Und da kann ich, also gibt es bestimmt auch eine Variante, dass man das super verknüpft und dass man das hier bloß darüber irgendwie anklickt oder so. Ja, ich Aber. habe mal nebenbei geguckt, PCI-Path-Through müssen wir machen, um die GPU reinzukriegen. Also das ist sehr, sehr gut dokumentiert im Proxmox-Wiki, aber ein bisschen viel. Ich kann es dir mal schicken, dann weißt du, wenn du das zeigen möchtest, auf was du dich einlässt. Ich muss jetzt nur einen passenden Tab wiederfinden. Wo schicke ich denn das am dümmsten? Ich nehme mal Und unseren den. Startraum. Genau. Genau. Ja. So, wollte ich hier nochmal zeigen. Also es gibt eben auch den Remote Viewer und dem kann ich jetzt diese Datei hier vorwerfen. Und dann macht er mir. Nee, geht leider nicht. Ist das doch der andere? Der Virt-Viewer? Wenn ich den überhaupt habe. Virt-Viewer? Ist das doch der? Aber musst du beim Remote Viewer nicht noch sagen, wo er sich hin verbinden soll? Auf welchem Port?
Achso, genau, jetzt ist es auch weg. Eigentlich steht das alles in dieser Datei drin. Achso, okay. Naja, wie gesagt, Und ich habe die Datei nie genommen. wenn ich jetzt hier. 20.3 echt alt. Was ist denn aktuell bei Linux Mint? Ich weiß es gar nicht, weil Linux Mint gar nicht mehr unter meinem Radar fliegt. Nee, das ist schon die aktuelle. Also die neue Version, die auf dem Ubuntu 22.04 aufbaut, die ist doch noch gar nicht draußen, oder? Ist sie doch draußen? Dann wäre es jetzt in den letzten 3 Tagen oder so gewesen. 20.3 wird laut Webseite gesagt. Ja. Das ist schon. Aber das ist, glaube ich, noch der 20.4er Ubuntu-Unterbau, der da benutzt wird. Ja, genau. Also hier in dieser Datei, da steht eben alles drin. So ein Zufallspasswort steht drin. Dann, ja, über welchen Port das soll. Dann irgendwie so ein Zertifikatsgeraffel. Und Hier jo. im Twitch-Chat braucht, glaube ich, die Spice-Grafikkarte unter Hardware. Guck mal, hattest du jetzt die Grafikkarte auf Spice umgestellt, damit du dich per Spice verbinden kannst? Musst du nochmal gucken. Ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist guter Einwand, das mal kurz zu kontrollieren. Geh Also mal hier bei da. Hardware und da hast du Anzeige Spice. Okay, Also passt. das ist eigentlich richtig. Und das sollte es eigentlich auch nicht sein, oder? Mal gucken. Mit diesem hier Wirt-Viewer nehme ich den nochmal. Ich glaube, der kommt mit dem Pfeil nicht klar, oder? Lib wird mit URL keine nicht möglich. Ja, siehst du? Der kriegt nämlich die Datei nicht gelesen. Mache mal Wirt Ist das Viewer doch und dann die da? IP von deinem Proxmox mit dem Port 5901. Also das, also mit dem einen von denen, also das ist wahrscheinlich doch der hier. Das hat nämlich auch schon funktioniert. Das ist schon richtig. Also da gibt man bloß diese Datei an. Also diese VV-File, das ist die, oder du kannst halt eine URI angeben. So, aber Ach so. das ist da normalerweise mit drin. Aber keine Ahnung, warum er den jetzt hier. Also geblockt dürfte da eigentlich nichts. Verbindungsmaß hatte die Proxy ist fehlgeschlagen. Zum Grafikserver. Oder war da noch irgendwie eine Fullscreen? Ist es nicht. Hotkeys ist es auch nicht. Ah, hier ist es bloß diese Datei. Und vor allem, die ist hinterher auch weg. Also das heißt, dass er sie gelesen hat, aber dann irgendwie nicht zugreifen konnte. Noch einmal. Okay, also ich kann es ja nochmal probieren, wenn ich jetzt hier in die Datei einmal reingucke und mir wirklich einmal den. Da steht es drin. Ja, geblockt. Also es kann nicht geblockt sein. Wenn ich den jetzt mal so mache und da jetzt das angebe. Nicht unterstützter Grafiker. Grafiktyp HTTP. Ja, das ist live und ungeschminkt, ne? Also, Spice vielleicht? manchmal. Oh, 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 Da kommt was. oh. Ich glaube nicht, dass ist das wirklich der Spiceport in dem Moment? Das ist keine Ahnung. Mach mal 5901 ist eigentlich, glaube ich, der Default Spice Okay. Port oder VNC Port? Was? 5100? Nee, 5901 oder 900. Mach mal 5900 nur. Nee, oh, da will er Nee. gar nichts. Konnte nicht hergestellt werden. Dann doch vielleicht die 1 hinten dran und dann hören wir auf, wenn das nicht So? klappt. Nee. Ja, da war mehr gezuckt. Naja, ach komm, dann. TLS-Port hat er auch noch. Aber das ist irgendwie komisch, dass es nicht funktioniert. Also mit einer älteren Version hat das exakt so funktioniert. Wirfst du ihm das Ding davor und dann sagt er, ja, alles gut. Denn hier steht ja auch dieses, wo steht es denn jetzt? Dieses Zufallspasswort drin. Das muss ich ja auch noch mit Ja. angeben. Also,
Oder fehlt da noch was? Keine Ahnung. Steht in irgendeinem Chat schon was drin dazu? Bis jetzt noch Weiß nicht, ich aber ich habe nicht. auch nicht, ich sehe gerade auch wieder nicht alle Chats. So. Ja, Ja. also da kann ich auch wirklich nicht helfen, weil ich das in der Praxis gar nicht nutze über diese Files, weil das, was ich remote machen muss, wenn ich nicht mehr raufkomme, mache ich schnell über diese normale Web-VNC-Konsole. Da mache ich mir ein SSH wieder an und dann geht das. Ja, nee, gut. Da gibt es dann noch so. Es gibt ja auch noch minus V. Vielleicht sagt der dann noch was Gutes. Der Vorführeffekt mal wieder. Ja, das ist lange nicht mehr ausprobiert. Von daher kann das alles Mögliche sein. So, mal gucken. Jetzt. Ja, gut. Jetzt geht's. Dann ist das. Also Dann geht das. mit minus V funktioniert das. Ja, aber minus klein V. Groß V habe ich gerade gesehen für Version. Was ist ein klein V? Lass mich raten. Das ist Verbos. Okay, verbos. okay. Also Nee, dann, eigentlich. dann. Ich akzeptiere das. Sagen wir es mal so. Ja. Ich akzeptiere, dass es jetzt funktioniert. Verstehen tue ich es nicht, aber ich akzeptiere es einfach. Ich gebe die Hilfe eigentlich nicht so her, aber das macht ja auch nichts. Also, das ist jetzt hier die virtuelle Maschine und es ist deutlich, also es ist jetzt flüssiger, ne? Also als Ja, es vorher. ist ein bisschen, wie sagt man auf Neudeutsch, snappier. Oder? Snappy? Snappier. Ja. Bei Snap denke ich immer an was anderes. Ja. Ja, die Snappifizierung. Genau. Ja, also es funktioniert mit einem kleinen Minus V. Ja, Ach, der okay. Thorsten hat sogar reingeschrieben, dann wird auch der Desktop auch snappy. Das wird Dieses verrückte, snappifiziert. dieses Neudeutsch, verrückt. Was das alles für Dinge gibt. So, genau. Gut, was haben wir denn noch so? Haben wir noch irgendwas Lustiges zum Vorführen? Ja, Clustern könnte man jetzt nicht zeigen, aber jetzt haben wir eine virtuelle Leider Maschine. gar nicht. Du könntest ja mal, pass auf, was vielleicht ganz interessant ist, das ist jetzt die installierte virtuelle Maschine, wa? Genau. Die da gerade, die 101, die da gerade läuft. Dann Genau. wechsel doch mal hier zum Beispiel das Desktop-Bild und vielleicht auch das Thema. Dann machen wir nämlich daraus ein Template und können eine neue virtuelle Maschine aus diesem Template erstellen. Das ist vielleicht ganz interessant für die Leute, die mehrfach immer das Gleiche ausrollen müssen oder ausprobieren wollen. Oh, was sehen wir denn nochmal Schönes, ne? Ja. Was ist das? Ist das eine Das, was dir am besten Badewanne? gefällt. Ist das eine Badewanne im. Ja, das ist Bah. was sehr Abstraktes, sehr interessant. Ja, interessant trifft Linux es. Mint hat da immer sehr, sehr interessante Desktop-Wallpaper-Variationen drin. Das stimmt. Das haben wir noch nicht. Aber das hier so ungefähr, ne? Naja, Also, boah. wir haben ja jetzt die Jahreszeit so quasi. So, und dann nochmal hier. Was ist das? Da und. Da. Oder ach nee, hier oben, da kriegt man alles. Und wenn ich jetzt hier Und dann, Erscheinungsbild. So, wenn ich jetzt genau, hier und dann hast drauf. du Oberfläche. Purple. Das fällt doch auch schon mal auf. Und dann gibt es da auch noch was richtig Hässliches. Das geht, ne? Würde es auch sehen. Rot. Rot sieht man noch gut. Ah ja, stimmt. Ja, da hat der Twitch-Chat recht. Getreide ist gerade ein schwieriges Thema, geopolitisch gesehen. Oh, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Wenn man hier in so einer Ökoregion wohnt, da gibt es sowas durchaus. Getreide. Man wollte es jetzt nur mit was Gutem assoziieren. Ja, gut. Soll ich was anderes nehmen? Was haben wir denn gerade im Überfluss? Also, wenn ich jetzt ein Hintergrundbild mit. Nee, Klopapier geht gerade wieder. Was haben wir denn noch dabei? Klaviere. Wir haben gerade eine Klavierüberflutung. Ne? Überall stehen Genau. Klaviere rum, haben wir gerade genug. Ne? Nehmen wir Klavier.
So, okay. Genau. Dann haben wir da so ein angepasstes Linux Mint. Und jetzt, wie macht man jetzt ein Template draus? Ja, jetzt machst du die Maschine einfach aus. Okay. Oder vorher noch diesen QEMU Beziehungsweise, Agent installieren? ja, wollte ich dir gerade sagen, installiere einfach nochmal, mach nochmal sudo apt-install QEMU, QEMU-guest-agent müsste es sein, das Paket. Ah, ne, oder? Den Boah, hat sieht gut er. aus. Und dann könnte man noch ein paar verrückte Sachen installieren, damit man auch sieht, dass wir das verändert haben. Was ist denn bei Dings nicht die per Standard dabei? Htop ist, glaube ich, standardmäßig dabei. Nee, ist nicht. Mach mal. Ist nicht, ne? Mach mal ein Nee. Htop, dann machst du. Ich hätte jetzt noch andere gesagt, damit wir ein bisschen Ja, Variation reinbringen können. dann nehme ich noch meinen Midnight Commander mit dazu, der ist auch nicht mit dabei, Genau. ja. Und jetzt nochmal Und dann 0AD. machst du. Mach mal NeoFetch. NeoFetch, wie man es spricht. NEO und dann FET. Achso. Fetch. Ist NeoFetch. schon. Ist schon bei. Hat das schon? Wieso ist denn das inzwischen bei allen installiert, aber machen die das nur, um Festplattenplatz wegzumachen? Naja, gut. Wieso, was Ist ist halt so. NeoFetch? Geh mal als normaler User rein, der wir nun mal sind. Also mach mal ein Also, Steuerung D im Terminal, ach dass wir wieder so, der okay. normale User sind. Oh, oder so. Und jetzt machst du mal ein Nano auf der Bash RC. Oder Punkt Bash RC ist es. Und jetzt schreibst du einfach unten ans Ende NeoFetch rein. Ja, und dann ist es in der kaputt, oder was? Nee, mach einfach NeoFetch. Also wenn du dich jetzt verschreibst, ist es kaputt. Ah, mach das ja nicht nach. So, und jetzt machst du mal einfach einen Source.bashrc und dann siehst du, was NeoFetch macht. Nee, ein Source noch So. davor. Achso, muss ja auch mit dem Punkt Du gehen, ne? Das ist musst. doch eigentlich ein Symlink. Ach, mit dem Genau. Punkt geht's auch. Ja, Okay, genau. das. Also So, und so das ein. ist. Und Ach, NeoFetch ist okay. genau das. Ah. Und das macht unter, keine Ahnung, PopOS ein anderes Tüdelüt oder Genau, wie? das erkennt die Distribution und hat da gewisse Vorgefertigte. Das Uiuiui. macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer zu wissen, was hier los ist, auf den ersten Blick. Wie viele Pakete ich habe? Okay. Ach so, sogar Genau hier der das. Purple Red. Moor. Ja. Ja, okay, gut. Genau. Dann haben wir genug Jetzt Zeug, kannst du ne? mal. Genau, jetzt kannst du ausmachen. Jetzt haben wir Genau. sie genug kaputt gemacht. Zerstörung. Na, Ja. Quatsch. Nicht? Wie? Heute nicht? Müssen wir auch noch ein paar Mal unterbringen, damit Noch das hier nicht. Quote Noch bringt. nicht. Ach, noch nicht. Na gut. Genau. So, jetzt haben wir Jetzt genug. kannst du auf der linken Seitenleiste, wo die Maschine gerade markiert ist, mal einen Rechtsklick drauf machen. Und dann konvertiere zu Template. Okay. Soll ich wahrscheinlich ja, ne? Genau, sonst kommen wir an der Stelle Und nicht weiter. dann geht die virtuelle Maschine dabei kaputt. Nein, pass auf, das muss man wissen. Wenn das eine Template-Maschine ist, kriegt man diese Template-Maschine nie wieder gestartet. Man kann aber aus dieser Maschine x-beliebig viele Maschinen rausklonen. Es Okay. ist quasi die Vorlage der neuen Maschine dann. Macht das schon Okay. was? Achso, da konvertiert zu Template. Das müsste Genau, ich jetzt. auch. Jetzt Ach siehst du so. auch, wie sich das Zeichen dort verändert hat. Und Ja, die okay. kannst du jetzt quasi klonen und eine neue Maschine daraus erstellen. Und die ist jetzt immer exakt so, wie wir sie quasi zum Template gemacht haben. Ach so, genau, einfach Rechtsklick drauf und Klo. Genau. Und dann Klon 1. Ach so, dann habe ich hier noch verknüpfter Klon. Nee, vollständig. Klonen immer vollständig. Wenn er verknüpft ist, dann ist der nur so lange existent, wie das Ursprungstemplate dort ist. Wenn das Ursprungstemplate weg ist, dann hat er seine Verknüpfung nicht mehr und da geht gar nichts mehr. Deswegen immer vollständig. Der kopiert quasi dieses virtuelle Disk-Image jetzt vom Klon und erstellt daraus einfach eine neue Maschine. Und bei Wenn das verknüpft verknüpft ist. speichert er Differenzen denn ab? Also wenn ich da Ja, mehr. ja. Ja, okay.
Das ist dann das Problem, weil wenn dann das Hauptimage weg ist, dann hast du ein Problem. Dann hast du nur noch deine veränderten Daten. So, jetzt klont er dir das Ganze und wenn alles fertig ist, dann kannst du jetzt x-beliebig viele Maschinen mit Pianos daraus erstellen, wenn du das möchtest. Pianos. Das ist doch was Feines. Das wolltet ihr auch. Immer schon mal Pianos. Ist dann immer interessant für Leute, die gleiche Testkisten brauchen oder Testgeräte. Kann man sich so ein bisschen das Leben erleichtern. Einmal ein Template draus gemacht und man kann quasi ohne seine Standard-Tools, die man eh ganz gerne nimmt, extra installieren zu müssen, das Ganze klonen, hochfahren, benutzen, ausprobieren und dann wieder wegschmeißen. Nicht schlecht, ja. Das wäre dann nämlich auch so eine Sache. Ist ein Template für eine Maschine oder für eine spezialisierte Maschine, jetzt sind wir wieder bei der bösen Realität, vielleicht nicht der smartere Plan B, den man braucht, indem man einfach wieder dieses Template benutzt, um eine Ersatzmaschine herzurichten, die Nutzdaten zurückzuspielen und das Ganze wieder ans Netz zu bringen. Ist vielleicht, also das sind immer so die Sachen, die man dann abschätzen muss, was smarter ist in der Situation. Weil die Nutzdaten wegspeichern geht meistens immer deutlich schneller als so ein komplettes virtuelles Maschinen-Backup. Könntest du jetzt aus einem Backup auch ein Template oder eine neue virtuelle Maschine machen? Geht das? Kommt aufs Backup drauf an. Wenn das ein vollständiges ist, ja. Wenn das ein differenzielles ist, glaube Ich ich hier nicht. habe, darf ich jetzt ja, habe ich schon eins? Nee, Nee. wir haben ja nicht den Sonntag. Du Immer kannst den aber dann Sonntag. gleich ein Backup erstellen, glaube ich, wenn der durch ist mit Das dem nehmen. Klonen. Ah, ja, jetzt ist er durch. Genau. So, und Ah, wenn. okay. Er müsste mir doch. Ach so, ja, genau. Klon 1. Klon So. 1, jetzt kannst du ihn anmachen. So, mal gucken, ob das auch noch ein zweites Mal funktioniert. Ach so, genau. Ist not running. Muss ich einmal hier. So. So einmal. Ach so, da kann man auch schön sehen, wie viel Speicher das denn braucht. Gerade bei dem, was er tut, sondern mal Spice hier. Das mit dem da. Und? Geht auch ein zweites Mal. Sogar mit Willkommensbildschirm. Hervorragend. So, und das sind Und da jetzt ist ja wieder unsere Maschine. der QEMU, diese Gäste. Hat sich die, also passt sich die Auflösung jetzt an oder skaliert er bloß? Ich glaube, der skaliert bloß. Sieht so aus, ne? Also wird bloß ein bisschen unschärfer. Jo, genau, also das geht so. Haben wir den da. Und dann, wenn ich da. Genau, von dem kann ich ja kein Back, oder? Hä? Ich kann sogar hier Du mein könntest davon sogar noch ein Template Backup Backup erstellen. machen. Ich weiß aber nicht, ob er es zulässt. Das weiß ich jetzt nicht. Süß, das geht sogar. Das geht sogar. Okay, gut, dann und im laufenden Betrieb kann ich sogar auch machen. Wenn ich da jetzt einen Snapshot von mache, dann habe ich auch den RAM-Inhalt. Und mache ich jetzt einfach mal. Und dann hinterher könnte man von dem Backup das wirklich klonen in die neue Maschine. Müssten wir ausprobieren, aber sollte gehen. Okay. Kann man das Template exportieren und importiert werden, falls man das Blech defekt ist? Ja, das ist das Schöne, das ist auch auf der Proxmox-Seite dokumentiert. Dadurch, dass das eh nur, ich sag mal, Dateien sind in speziellen Verzeichnissen, die in der Proxmox-Struktur sind, kannst du dir die oder kann man sich die auch wegkopieren und auf ein neues Blech hinkopieren. Wichtig ist halt,
Da muss man gucken, weil ja hier die Maschinen, wenn der dann hier fertig ist, sieht man das ein bisschen besser. Die haben IDs. Da muss man nur darauf achten, dass man nicht in einen ID-Konflikt kommt auf dem neuen System. Das ist das Einzige, was man beachten muss. Aber da gibt es auch eine Konfigurationsdatei, die diese ID bestimmt. Die kann man vorher sich auch runterziehen und nochmal bearbeiten. Und dann auf einen neuen Host importieren sozusagen. Das geht. So, Okay, jetzt hast du hier ein Backup, ne? wir haben ein Backup, genau. Und jetzt? Zurückspielen, zeige was, Konfiguration, Notiz bearbeiten, Schutz ändern oder entfernen. Ah, nee, kannst du wirklich nur für die Maschine bezogen. Kannst du also nicht quasi nutzen, um daraus eine neue Maschine zu machen. Du hast da Okay, oben die ja. Option über der Tabelle. Storage Local, es sei denn, nee, da ist nicht noch mehr, da ist kein File irgendwo. Ich sehe es Oder? in dem Vorschaufenster Ach. leider nicht so gut. Na, auch nicht so viel. Suche gibt es noch. Aber stimmt, genau. Ja. Hätte ich gar nicht so wahrgenommen, dass es da wirklich noch weitergeht. Ja, okay. Oder was gibt es da noch? Mehr? Klonen. Ja, das sind jetzt die Optionen zur Aber. Maschine wieder. Also, obwohl ich ja in dieser Kategorie Backup bin, das bleibt immer gleich, Ja. oder? Du Übersicht? hast immer Klon. die Steuermöglichkeiten. Das sind die Hauptsteuermöglichkeiten. Also kannst du runterfahren, Konsole jederzeit öffnen oder eben diese Geschichten über mehr, dann die hast du immer. Okay, Egal gut. in welcher Unterkategorie du gerade bist. Jo, was haben wir noch Also. hier? Da. So. Der richtige. Habt ihr Proxmox Live installiert und in Betrieb genommen? Nee, Nie. Das haben wir nicht. hat der Hauke vorher mal installiert. Wir haben quasi Genau. nur live, gucken wir uns gerade das Ganze an. Also das ist auch nicht wirklich schwierig, ne? Also dieses ISO, was du von der Seite kriegst, das packst du auf einen USB-Stick. Also du schreibst es halt direkt drauf, habe ich mit DD drauf geschrieben. Dann bootest du davon hoch und dann kriegst du so einen grafischen Installer, wo du ja eigentlich nicht so viel Auswahl hast. Also Partitionierung und Formatierung wird dir eigentlich so vorgegeben, kannst natürlich auch irgendwie noch verändern und dann gibst du noch ja, Passwort an und Netzwerkkonfiguration, wie du es denn halt brauchst, DHCP normalerweise. Und dann installiert das halt so ein Debian 11 mit dem Proxmox drauf und dann hast du es halt und dann siehst du hinterher diese Web-Oberfläche und das ist letztendlich das, was wir jetzt gezeigt haben. Genau. Hier gibt es einen Tipp im YouTube-Chat. Gehe mal auf Zurückspielen oder Backup zurückspielen. Da kannst du eine neue VM-Nummer angeben. Aha, okay. Siehst du, wusste ich So, uns auch noch nicht. wo bin ich jetzt? Da Du muss bist ich auf der auf Maschine, den musst nur hier. noch auf Backup. Nee, du warst schon auf der Was? Maschine. Also auf die Maschine Da drauf? hast du doch gerade ein Backup gemacht. Geh mal auf Ja. Kategorie Backup. Ach Genau, und so, jetzt ja, klickst du okay. es an. Genau, machst da oben ist das zweite Zurückspielen. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Zurückspielen. Ah, VM. Und jetzt kannst du da drin was bearbeiten. Guck mal, VM-ID, also die VM-Nummer, wo du fast mit der Maus bist, machst da einfach mal eine 103 draus. Also, es ist nicht zum Editieren. Ah, schade, okay. Nachdem, wenn ich Einstellungen überschreiben. Storage. Ja, nee, das ist ja in Ordnung. Einzigartig ist aus. Und wenn ich jetzt sage hier Klon 2, kriege ich denn jetzt einen Klon 2? Achso, damit lösche ich Daten. Nee. Das Ja. nicht. Und wenn die einzelnen wiederherstellen, starten. Nee, sehe ich jetzt so Aber nicht. wieso können wir denn nicht alles anklicken? Das macht mich gerade so fertig. Also die ID kann ich halt nicht anklicken. Also die kann ich nicht ändern. Das sehe ich gerade nicht. Darf ich mal dumm fragen, als welcher User du gerade drin bist? Das ist einfach der Root-User, also der alles darf. Okay. Das ist nämlich wichtig, das hätte man vielleicht zum Anfang sagen müssen. Ich mache mir immer grundsätzlich einen extra User für dieses Webinterface, der Admin ist. Der hat fast alle Rechte wie Root, aber auch nur fast.
Es gibt noch einen Unterschied zwischen Admin und Root. Der Admin darf nicht alles. Deswegen habe ich gerade gefragt, welcher User du bist, warum du so viel ausgegraut hast. Was kann Root noch mehr als Admin? Root darf für Container und Maschinen gewisse Funktionen ein- und ausschalten, die theoretisch sicherheitsrelevant sind. Storage auswählen vor dem Ändern war jetzt noch ein Tipp, der gerade reingekommen ist. Storage auswählen vor Genau, dem Ändern. Storage. Also noch Gehen wir mehr auf zurückspielen. Zurückspielen. Genau. Und aber ich habe bloß Ah, eine. wir haben nur das eine. Das ist Also natürlich. es ist weiterhin nicht editierbar, es ist kein Editierfeld, sondern es ist einfach bloß ein Text an der Stelle. Ja, gut, wenn wir nur ein Storage haben, was wollen wir machen? Das Ja. ist. Aber gut zu wissen, dass es Also theoretisch geht. Das ist ja auch. würde das mit zwei verschiedenen Storages funktionieren? Können wir jetzt nicht nachstellen, einfach bloß nur so als Ne, Frage. vom Prinzip her würde ich es vermuten, weil er hat ja auf dem Storage noch nichts, müsste ja Ja. irgendwas erstellen. Und dann würde er Theoretisch, vermutlich ja. den Inhalt vom Backup auf ein virtuelles Disk-Image dorthin entpacken oder zurückspielen. Es sei denn, er reißt das Ding auch wieder ab, weil es die ID ja schon mal gibt. Vielleicht kann man es dann editieren. Vielleicht ist das Da genau der vielleicht, Punkt, also. den man ändern muss, damit der Rest hier vom Ausgegraut zum Nicht-Ausgegrauten wird. Das kann sein. Genau. Wie gesagt, so habe ich es noch nicht benutzt, aber Nö. wenn die Schwarmintelligenz das sagt, dann wird das definitiv stimmen. Gut, können wir jetzt so nicht nachbauen. Was haben wir noch? Hier funktioniert dieser Vorgang auch in einer Domäne mit mehreren unterschiedlichen User? Keine Ahnung. Also das hat ja erstmal damit überhaupt nichts zu tun. Welcher Oder? Vorgang jetzt eigentlich? Ja, also. Dieser von. Da muss ich zugehen, da komme ich nicht so hinter die Quintessenz der Frage. In der Domäne kannst du es definitiv einbinden, rein theoretisch. Du kannst die Authentifizierung, die es im Proxmox gibt, auch an den LDAP binden. Aber ja, ob das jetzt die Frage beantwortet, weiß ich nicht. Ah, Maschine ausschalten. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ach, die läuft ja noch. Die läuft Ja, noch. genau. Ja, okay. Das könnte es sein, wenn ich jetzt hier sage, herunterfahren. Ja, genau. Genau, Siehst zurück. du, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. So, und jetzt zurückspielen. Na gut, wähle ich nochmal aus. Also, oder, Nee, leider nicht. ob sich daran jetzt was ändert, zurückspielen? Nee. Oder, naja, also die 102 steckt ja da drin. Wenn ich das jetzt einfach Naja, umbenenne in nur 103 hier im Dateinamen. Nee, um Gottes Willen. Das wäre ja die Quelle. Dann würde er sagen, das kenne ich gar nicht. Also das bringt Ja, dir gar keine Punkte. genau. Nee. Also das geht so leider auch nicht. Oder muss das Backup. Ich mache nochmal von der anderen Maschine hier ein Backup. Ist ja geradeaus, die andere Maschine. Vielleicht, wenn der RAM-Inhalt mitgesichert wird, dass Kann es da. vielleicht sein, du hast ja jetzt einen Snapshot auch wieder gemacht. Es kann sein, dass es da nicht geht. Da müsste ich mich nochmal reinlesen in die Doku. Wie gesagt, also wer Fragen hat, die Doku ist super. Ist zwar auf Englisch, stört mich persönlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man die auf Deutsch umstellen kann irgendwo. Mir hat die immer in Englisch gereicht. So, ach, Moment. Ah, hier von Twitch. Über Local und Backup, nicht über die Maschine. Mal gucken. Oh, gucken wir uns gleich nochmal an. Ne? Ja. Wir haben ja drei verschiedene Chats hier und das ist manchmal so ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Also von daher. Lesen wir es nicht Das. überall immer komplett sofort, schnell und überhaupt. Deswegen, wir versuchen immer direkt auf die Fragen einzugehen, nur ist das organisatorisch ein bisschen schwierig.
So, dann nochmal hier die Frage mit der Domäne, denke ich mal. Die Frage bezieht sich darauf, wenn eine Unternehmung von einem großen M zum Linux möchte. Ach so, hier von Microsoft wahrscheinlich zu Linux wechseln möchte, aber alles an einem Domain-Controller und LDAP hat, ob man den Klon als Standard definieren kann. Den Domain-Controller dann. Oder den, ja, wenn die Maschine. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, wo er hin will, aber vom Prinzip her kannst du die Maschine, wenn du, na gut, wenn du wechseln willst. Naja, also wenn du jetzt so den ersetzen willst, Microsoft Domain Controller, dann gibt es bestimmt irgendwas, keine Ahnung, sowas Mark Univention dafür, wo du die Daten einfach wohl rausziehen kannst und dann hast du eine virtuelle Maschine mit so einem Univention, was einfach diese Funktionalität übernimmt. Aber keine Ahnung, ob das jetzt die passende Antwort zu der Frage ist oder nicht. Nee, 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 nee. Ich glaube, die Frage zielt davon ab, wenn man Clients hat, die man quasi an den noch bestehenden Domain-Controller mit dem LDAP knüpfen will. Kannst du, wenn du ein Template hast für neue Clients oder Maschinen, dort natürlich rein konfigurieren, was dein Standard-Domain-Controller ist, das Template so abspeichern und dann hat er ja jedes Mal beim Erstellen aus diesem Template den Domain-Controller schon in seiner Netzwerk-Config drin. Vielleicht ist genau das die Frage. Ach so, ja, okay, aber wenn du jetzt mehrere davon hast, die müssen sich ja eigentlich unterscheiden. Sonst hast du die eine Deswegen soll Maschine. Ja, also. es ja nur einen haben, einen Domain-Controller. Also Ja, ein genau, ja. Domain-Controller-Klonen wäre Wahnsinn. Also das weiß selbst ich, der schon seit Jahren lang nicht mehr im Microsoft-Game ist, dass man das nicht machen sollte. Das macht mehr kaputt, als es hilft. So, okay, nochmal hier zurück. Ich soll jetzt, was war jetzt die Anweisung? Mal gucken hier. Local PVE gehen und dann Backup zurückspielen und Nummer vergeben. Local PVE. Local PVE da. Backup. Backups. Genau, den habe ich gerade gemacht. Oder ich kann noch mal den hier probieren. Zurückspielen. Und Aha. Nummer vergeben. Aha. Ah, okay. Hier ist es möglich. Das ist ja verrückt. So. Ja, Genau. der übernimmt dir sogar die Socket- und Core-Anzahl. Ja, aber warum? Also welchen Vorteil hat das jetzt, dass es bei dem anderen Backup nicht drin ist? Also. Kann einfach Usability sein. Also vielleicht sollst du es gar nicht so machen darüber. Vielleicht ist das genau der Weg. Also bis jetzt habe ich es so nicht gebraucht. Also das kann auch der vorgeschlagene Weg von Proxmox sein. Ja. Es gibt ja so ein bisschen, was hat sich der Künstler dabei gedacht, ne? Was hier mit im Spiel ist. Oder sein könnte. Aber man sieht ja gerade, es geht und es geht gut. Ne? Also. Wie man da hinkommt, ist ja relativ. Ja, jo, genau. Man muss es halt nur wissen. Und Jo, das ist gut. quasi einfach mal ins kalte Wasser geworfen. Ja, und jetzt ist er doch schon fertig, wa? Wenn er dir da den Status zeigt. Also, Hat und er er dir muss nicht den jetzt auch. Status gezeigt? Er müsste ja Ist er gleich nicht noch gerade alleine sagen. rübergeschwappt? Ach so, ja, genau da. Aber er musste erst letztes Jahr noch irgendwie sagen: hier Task completed oder Task Ach okay. so, Und hier ja. unten rotiert er ja noch in dem. Oh, Ah, da jetzt muss kommen die man ein paar Kinder wieder Daten mit den zurückschreiben. Mopeds vorbei. Aber das hört man nicht. Doch, also ich habe es gehört. Ja gut, dann hat man es auch live gehört. Es wird wieder Sommer oder es ist schon Sommer und da Ja. ändert sich das ja. Ja, na gut, dann können wir noch mal gucken, was haben wir noch? Task okay, da ist es jetzt. Also jetzt haben wir sogar da. Ich wollte gerade gucken, ob wir jetzt bei Twitch noch was haben. So, haben wir da noch was? So. Nee, ich habe vorhin gelesen, die sollen nochmal einen Linux-Container aufsetzen. Ich Genau, weiß das nur nicht. können wir. Genau.
Ja, nee, Template von der Maschine erstellen haben wir vorhin schon gemacht, das stimmt. Und so, jetzt sehe ich es auch. Hopp, zu. Klon 2. Hast du dir schon Templates von Proxmox runtergezogen für die Linux-Container? Nee, das noch nicht. Ich wollte jetzt einmal den Klon nochmal anstarten, ob das jetzt auch wirklich Ach geklappt so, hat, ob wir da ja. wieder. Wovon war das jetzt? Das Ding mit dem Klavier oder ist das die andere, die ich jetzt genommen habe? Ich glaube, das war ein Das weiß ich Klavier. gerade gar nicht, was du genommen Warte, hast. das sehen wir. Das sehen wir. Ja, das sieht. Genau. Genau. Verrückt. Das geht. So, und. Genau, den da. Und. Genau. Das reicht dann auch mit dem Schwupp. Genau. Und jetzt. Ja, nö, das möchte ich nicht. So, das war jetzt auch hier. Muss ich wieder eher auf Local PVE gehen und dann, oder? Genau, Container Was? Templates. Und dann kann ich die hier, meine ich, runterladen. Genau, über die Templates, genau. Und dann habe ich hier jetzt die Proxmox irgendwie kennt. Ja, also Proxmox stellt jetzt dieses Template-Repository bereit, nimmt sie aber eigentlich im Endeffekt auch nur von der offiziellen, es gibt so eine LX Linux-Container-Seite, wo diese Templates bereitgestellt werden. Mal sehen, ob ich die finde auf die Schnelle. Achso, ja, okay, also ein aktuelles Ubuntu haben wir dabei. Einmal Linux, das ist, ja, das 9er ist jetzt ja, keine Ahnung, anderthalb Wochen ist es her, rausgekommen. Das ist Genau. nicht mit dabei. Und ich habe ja auch zu LXC auf dem Raspberry Pi was gemacht. Da gibt es auch Videos in meinem Kanal. Ne? Abonnieren, Glocke drücken und so. Bei Nicht der Weisheit letzter Schluss. Und da ist jetzt in den letzten Tagen auch dazugekommen, Templates für einmal Linux 9 auf ARM64. Aber das kam einfach mit dazu. Da ist es schon mit drin. Und hier haben sie jetzt überhaupt kein einmal Linux bei. Und das Rocky Linux 8. Das, naja, was heißt veraltet? Also ein paar Jahre gibt es ja noch Support da drauf. Aber die 9er-Version ist auch rausgekommen und die ist nicht mit dabei. Und Debian, da haben sie die 4er, ja gut. Und Debian, was gibt es da? Debian 11, ja, genau. Also vieles ist mit dabei. Ja, du kannst die aber auch Genau. neu einlesen mit einem Terminalbefehl auf dem Hauptsystem. Das Ach geht. so. Ich weiß auch gar nicht, ob man. Nee, das geht inzwischen noch nicht über die übers Webinterface, aber man kann die neu einlesen. Das ist nicht das Problem. Was gönnen wir uns? Du, ich bin auf nichts beschränkt. Also, ich sehe nur gerade auf der Original-Image-Seite, da gibt es inzwischen Mint-Container. Okay. Verrückt. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, OpenWired gibt es inzwischen auch. Und es gibt ja hier auch diese Trunky-Geschichten, wo schon ins Geschichten vorinstalliert sind. Aber ich glaube, die sind inzwischen auch wieder rausgeflogen. Mach Debian oder Hast mach du ein Alpine mal Ubuntu. gemacht? Ah, ja. Hab ich eben noch nicht. Ich meine, also nicht, dass das total daneben geht heute. Ja, nee, dann nicht. Also mit APK kann ich ein bisschen was installieren, das reicht dann aber auch. Aber da muss man sich schon mal ein bisschen mehr Zeit dafür beschäftigen, dadurch, dass das wirklich für diese absolut abgespeckten Container-Images ist. Da ist vieles anders, aber auch nicht so anders, dass man es nicht hinkriegen könnte. Aber Gut. man muss schon. Oder Arch. Du kennst dich mit Arch doch aus, oder? Ah, können wir auch. Geht auch MX-Linux? Wenn MX. Oh, ich hatte gerade noch die Seite offen. Ob das im Original. Also mit Arch kommst du schon zurecht. Nicht, dass wir uns da jetzt gleich ein Ei legen. Nee, es kommt drauf an, was du machen willst. Keine Ahnung, Pakete installieren oder so kann ich Ja, es du, jetzt. So, zack. das ist Pacman-Minus So. Groß S. Gut, Das ist kein Einbruch. sehr gut. Ich gucke gerade auf der Originalseite, ob es da MX-Linux-Container-Images schon gibt. Ich glaube aber nicht.
Nee. Also MX Linux, die Frage, die war hier, oh, welcher Chat ist das? YouTube-Chat haben, das geht noch nicht, nur Debian. Und das ist ja der Unterbau zum Teil von MX. Deboran, Fedora, Kali, Mint. Und vom Mint schlägt es dann gleich über an OpenSUSE. Also MX ist noch nicht dabei. So, also das Template ist jetzt da. Und wenn wir jetzt hier sagen, erstelle CT, also Container, dann können wir uns was aussuchen hier, wie das Ding heißen soll. Arch Genau. und Ressourcenpool haben wir nicht. Kennwort. Achso, genau. Ich gebe jetzt hier schon Passwort vor für den Für den Root-Benutzer. Root-User. Und ich kann hier auch noch einen SSH-Schlüssel hinterlegen, der Ja. dann direkt eingebaut wird. Genau. Achso, darf nicht so kurz sein. Na gut, immer mal so ein bisschen länger. Genau. Und dann wird dieses System da drin halt konfiguriert. Und dann suche ich mir noch aus, was ich haben will. Ich habe eben bloß dieses Arch Linux Basis Template da. Dann sage ich hier auch Ja, noch nimm. groß. Also, was ist denn da die Standardgröße? Du hast es gerade markiert, damit ist es für mich schlecht Achso, leserlich. 8. Ach, 8 ist ein bisschen knauserig, reicht ne? schon. Reicht locker. Na gut, wir haben hier nichts Großartiges vor. Mehr als nicht booten kannst du nicht. Also von daher. Genau. Kann ich auch sagen, wie viele Kerne das haben soll, wie viel Hey, Arbeitsspeicher es. du gehst ja um mit Kern. Machst du hier mal bitte auf Was? erweitert? Dann kann ich Achso, noch mal ein bisschen einen ja. Praxistipp geben. Noch zu CPU zurück oder Oh, ist das gar Speicher? nicht mehr drinne? Was? Oder war das bei KVM Nee, drin? ich bin da relativ schnell drüber gesprungen. Also von daher können wir auch Ja, nochmal. es kann auch sein, So. dass es bei KVM drin war und ich es vergessen habe. Ganz wichtig, wenn ihr was von Ballooning seht bei dem Speicher, das ist, glaube ich, bei KVM. Es ist möglich, den zugewiesenen Speicher zu überschreiten. Das hat in gewissem Maßen Sinn, aber wenn das System relativ knapp bemessen ist oder relativ viele parallele Maschinen laufen, macht das grundsätzlich aus, wenn ihr es nicht braucht. Das hat was teilweise mit Datenbankanwendungen zu tun, dass wenn die mal mehr brauchen, dass was da wäre, aber macht es grundsätzlich aus, ihr kommt in Teufelsküche, wenn ihr das im Live-Betrieb habt und euch die komplette Hardware durch die Ballooning-Geschichte um die Ohren fliegt. Und bei LXC gibt es, glaube nicht. Das geht nur bei KVM. Deswegen habe ich gerade gesagt, mach mal erweitert. Irgendwo war Ballooning drin. Das wollte ich noch mal erwähnt haben. Das kann mitunter Ja. ganz, ganz übel werden, wenn man nicht weiß, was man tut. Also hier jetzt nicht. Also müsste ja unter Speicher stehen. Nee. Ja, genau. Ich gebe hier mal einen Tipp mehr. Also Halte großzügig. ja, gut, das Ding hat jetzt 32 GB RAM und es tut ja nebenbei nichts anderes. Die anderen Maschinen habe ich ja schon ausgemacht, also von daher ist das total egal. Läuft das jetzt auf einem normalen PC oder auf einem Das Serversystem? ist Notebook hast du letztendlich, gesagt, das wa? ist ein Gaming-Notebook. Ich wollte gerade sagen, mit 32 Gigabyte, dann wird schon ein bisschen was Größeres, Workstation oder Gaming Notebook sein. Im Prinzip ist es ein PC. Ja, genau. Ja, aber Server ist ja auch Definitionssache. Ich habe auch Desktop-Hardware als Server bei mir zu Hause im Einsatz. Das ist dann wieder. Genau. Ach so, ja, IP vergeben, das musst du jetzt Genau. wissen, was bei dir Genau. frei Also ich ist. könnte natürlich auch DHCP, habe ich in meinem Testen jetzt nicht. Und das. Gateway nehme ich zum Beispiel immer den Proxmox selber. Ach, der kann das? Der müsste es können. Keine Also, Ahnung. Probiere ich jetzt aus. so habe ich es immer konfiguriert. Es sei denn, du hast ein extra Gateway. Dann nimm das. Ja, habe ich, aber jetzt will ich es auch ausprobieren, ob das klappt. Wenn das Also mitbringt. der sollte es an den Host Okay. weiterleiten und der Host weiß eigentlich, wo das Gateway ist. Im Gut. Endeffekt ist das ein Gateway-Proxy, aber mein Gott. Gut. Probieren wir es. Sollte gehen. Was ist mit. Achso, genau. DNS-Domain verwende Nö, brauchst Werte du nicht. vom Host. Brauchst Genau. du nicht. Genau. Dann machen wir mal so hier. Abschließen. Zack. Ja, stimmt. Also der legt eine Image-Datei an. Ne? Also das hier ist ja diese Ausgabe von MKFS, wo er diese Blocks da schreibt. Also Genau, der das tut packen quasi die in. dieses Template dahingehend entpacken, dass es quasi dieses
wie heißt das? Das ist zu klein für mich. Achso, ich weiß gar nicht, das ist Also zu er groß. packt das Tar-Image in den wie hieß denn das? Er macht dir das Filesystem draus. Genau. Ist gerade. Ist letztendlich ja eine Containerdatei, wo ein Dateisystem drin ist und Genau. das ist größer, ja. Das wäre zu groß. So, dann haben wir ihn hier unter da. Also das Icon ist so ein bisschen anders. Das ist so ein Ja, wie Custom ein und kein Würfel. Bildschirm. Genau. Würfelig, damit man sieht, dass es ein Container ist. Und bei einer KVM-Maschine ist es halt so ein pseudo-moderner Monitor, damit man sieht, dass es mehr als nur eine Kiste ist. So, genau. Warum fehlt er hier? Ja. Wie bist du gerade draufgegangen? Ich habe es jetzt nicht Achso, Moment. gesehen. Geh mal auf die Konsole Gestartet. und dann. Start. Nee, da geht's sofort raus. Das da, da habe ich ja auch die Connection failed. Also der geht ja, also Wenn er nicht der startet. beendet den ja auch sofort wieder. Was ist denn hier los? Also vielleicht klappt das mit dieser IP-Einstellung doch nicht. Gibt es hier irgendwo einen Log? Task History? Steht immer bloß Start, aber dass er ihn abgebrochen hat, steht nicht dabei. Na, klick mal doppelt auf so einen Start. CT-Start. Da siehst du ein bisschen mehr. Achso. Task, okay, schade. Task failed, okay. Zu viele Cores zugewiesen, das kann auch sein. Achso, ja, yeah, okay. Gehen wir bei Resources nochmal rein. Achso, Resources. So. Also physikalisch hat er halt 4 plus hier diese Hyper-Threading-Zeugs. Okay, gib ihm einfach Das weniger. nochmal 2. Und? Ne, Nee. springt auch wieder. Nehmen wir mal einen. Weniger geht nicht. Nee, 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 das dürfte. Jetzt ist natürlich die Frage, an was liegt das? Woran hat sie gelegen? So, probieren wir nochmal hier. Nicht den, sondern mein wirkliches Gateway. Den kannst du eigentlich auch kompletten Container verbasteln, der müsste trotzdem starten. Haben wir da einen Bug gefunden? Man weiß es nicht. Vielleicht. So, ja, probieren Nee. wir noch mal was anderes hier. Templates. Nehmen wir hier DB an. DB. Ah, so. Zack. Einfach mal so ein Standard DB an 11. Mal gucken. Jetzt hat er gestartet. Nee, der läuft immer noch nicht. Oder DNS. Nee, DNS. Also wenn er kein DNS hat, dann sollte er trotzdem starten und über diese VNC-Konsole. Das macht ja der Host selber. Also man kann da fast eintragen, was man will. Und ist das noch so ein Quatsch? Man kommt eigentlich immer an den Punkt, wo der startet und man auf die VNC-Konsole kommt. So, hast du Gigabyte jetzt für runter? Ah, du hast runtergeladen, genau. genau, ich habe es nochmal hier. Den kann man auch nochmal ausprobieren. Hinweis hier, mehr RAM geben. 2 GB. Nee, Puh, nee. probieren wir aus. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Ja, du, aber nee, Vielleicht das braucht glaube Arch ja mal ein bisschen mehr. Das kann gar nicht sein. Arch läuft auf allem. Fast Nee, allem. aber das war's nicht. Das war's nicht. Nee, So. nee, nee. Nee, mach So. einfach mal einen Debian-Container. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Also, Resource Pool. Ne. Der Jean ist wie letzte Woche immer noch im Urlaub. Genau. Nächste Woche ist er höchstwahrscheinlich wieder da und ja, Dienstag wird es wahrscheinlich nichts, also wir werden uns da höchstwahrscheinlich einen anderen Tag auswählen, wo wir denn was machen. Wir hatten, glaube ich, auch schon überlegt, was es gibt in der nächsten Woche. Steht auch in dem Streamplan auf linuxguides.de/live.
Aber ich weiß das gerade nicht aus dem Kopf. Cubes OS. Ach, stimmt. Ich hab den Tab noch offen wegen dem Chat. Deswegen, ich habe mal runtergescrollt für dich. Super. So, nochmal hier. Letztendlich selbes Spielwerk wie vorhin. Vorwärts, vorwärts, bestätigen. Oh, mal gucken. Nee, Speicher sollte nicht der Fehler sein. Also. So. Debian 11. Habe ich geklickt oder nicht? Ich vertraue dem Ganzen erst, wenn es vorne das Symbol sich ändert. Warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Aber hier hat er jetzt die schon aus. Ja, Der läuft. der Vorne das läuft. Symbol hat sich geändert. Genau. So viel zu Arch. Keine Ahnung. Hopp. Also. Also das geht auch. Kann man das soweit erkennen im Stream? Also ich habe jetzt schon im Vorschaufeld für mich ein bisschen Probleme, das zu erkennen. Aber er hat auch nur ein Update gemacht. Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es funktioniert. Die Schrift ist auch relativ dünn hier, ne? Also wenn die jetzt fett gedruckt Ja, wäre, könnte man es auch besser deswegen. sehen. Also, ja, genau. Jo, also, ne, über diese Konsole kann man sich einloggen oder eben auch über SSH. Da hat jetzt ja auch die IP-Adresse, die ich da vergeben habe. Wenn ich jetzt hier eine normale Konsole einfach mal nehme, die kann ich auch größer machen. Ups, na gut. Ups. Na. Natürlich super, oder? Darf man das nicht? Also Root muss ich Ach anmelden so. können, sonst hättest du gar kein Kennwort vergeben dürfen. Also SSH Nee, mit dem über Standard. SS haben sie es. Ja, okay, haben sie es gesperrt. Ja, ich will jetzt nicht Arch deswegen verurteilen. Also, wer weiß, Franz. Also, diese Templates, die dabei sind, ich habe vor Jahren mal ausprobiert, die Scan2 Template, und da haben sie, also da fehlten irgendwelche Optionen drin, damit sich das überhaupt nutzen ließ. Also, da habe ich, genau, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Also man muss da bloß was einstellen und schon kann man der Software installieren, aber standardmäßig geht das erstmal nicht. Root-Login geht bei Debian nicht. Ja, genau. Hätte ich Also ich hätte jetzt gedacht, bei dem Template haben sie es umgestellt, ja, also aber haben das sie ist jetzt nicht. Genau, überraschend. ja. Gut. Also genau, das funktioniert jetzt. Ich habe jetzt, war relativ schnell. In der etc SSH, SSHD Conf, da kann man den SSH-Server einstellen. Und da gibt es diese Option hier, Permit Root Login, die ist normalerweise deaktiviert. Man kann die auch so einstellen, dass man sich über einen SSH-Schlüssel anmelden kann. Aber ja, das sollte man nicht unbedingt tun. Aber man kann es eben auch hier einkommentieren und dann hinterher auf Yes setzen. Und dann kann man sich auch mit einem ganz normalen Passwort anmelden. Und ich meine auch bei den Templates, die ich Ausholen. bei dem LXC auf dem Raspberry Pi habe, da ist es so eingestellt, dass ich mich immer über SSH als Root anmelden kann, nachdem ich ein Passwort vergeben habe. Aber ich glaube, es ist da, das ist da immer aktiviert. Also, keine Ahnung. Jetzt kann man auch vermuten, vielleicht tut es Proxmox extra abschalten nochmal, weil es ist ja immer noch ein Risiko, sich per Root einzuloggen. Ne? Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Root-Login bei SSH anmachen. Puh, schwierig. Muss Sollte man man wissen. eigentlich nicht machen. Sascha, wie loggt? Proxmox ist eine eigenständige Distribution, kann aber auch auf einem Debian nachinstalliert werden. Empfohlen ist immer die eigenständige Distribution über Installer und dann ist man da auf der sauberen Seite. Um es nochmal kurz zu beantworten. Der ist nämlich jetzt erst von Arbeit gekommen. Der hat den Ah. Anfang nicht mitbekommen. Oha, ja. Dann herzlich willkommen im Feierabend.
Und dann guckst du dir auch noch sowas an hier. Das ist auch nun auch keine Freizeit. Ja. Ja, so sind wir drauf, ne? Wir machen das ja auch in unserer Freizeit letztendlich. So, was dann? Man kann ja nicht nur Server in Proxmox laufen lassen, sondern auch ganz normale Desktop-End-User-Linux. Ja, kann man machen. Ja, haben wir ja mit dem Linux Mint gezeigt. Genau. Was man virtualisiert, ist relativ egal. Es muss halt nur ja, laufen. Aber das ist dann immer ein bisschen. Vielleicht noch dazu gesagt aus der Erfahrung, wenn man in Windows drauf installiert, über KVM, braucht der für die KVM-Virtualisierung, für diese Elemente, die dort oder für die Komponenten, die dort virtualisiert werden, gewisse Treiber, diese Virt.io-Treiber. Die muss man nachinstallieren. Die kann in Windows halt nicht von Haus aus mitliefern. Aus Gründen. Weiß ich nicht. Findet man aber Virt.io-Treiber einfach mal mit der Suchmaschine suchen und ich glaube, Red Hat oder Fedora, einer von beiden hat die offiziellen Repos für die Dinger. Gibt es eine ISO-Datei, die legt ihr dann nach der Installation ein und dann ganz normal durchinstallieren. Und dann läuft auch alles ein bisschen fluffiger. Hat nämlich mal ein Arbeitskollege gesagt, den ich Proxmox gezeigt habe, der aus der Windows-Welt kommt, oh, wenn ich da eine Windows-Maschine, das läuft ja da nicht, da nicht. Ja, hast du denn die Virt.io-Treiber installiert? Nie. Das ist dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Wermutstropfen, den man dann hat. Also, ich weiß gar nicht, muss man bei VMware oder Hyper-V glaube ich nicht, weil es eh ein Microsoft-Produkt ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. VMware, muss man da was nachinstallieren, irgendwelche Treiber? Geht jetzt mal raus an den Chat, vielleicht weiß das jemand. Ich, wie gesagt, ich bin da schon raus aus dem Microsoft-Spiel, schon seit Jahren. Ja gut, hast du sonst noch irgendwie was, was wir da noch uns angucken sollten, oder? Nee, also Clusterfunktion ja, aber da ist die, ne? Das Sonst. Coole ist nämlich, man kann Proxmoxe oder Proxmox-Server clustern, dass, wenn du nochmal auf das Webinterface zurückgehst, Jo. du siehst ja da oben Rechenzentrum, das ist ja quasi dein Cluster, den du benannt hast, und da siehst du einen Knoten, den PVE. Man könnte jetzt x-beliebig viele Maschinen oder Rechner dort zu diesem Rechenzentrum hinzufügen und könnte dann zwischen diesen Maschinen quasi, oder nicht Maschinen, Knoten, die Maschinen hin und her schieben. Auf die ein oder andere Weise. Also Clusterung ist bei Proxmox quasi out of the box dabei. Ich weiß gar nicht, wie ESXi oder Hyper-V das Ganze realisiert. Vermutlich mit der offenen Hand, mit viel Geld. Ja, dahinter steckt dann Corosync und nicht Pacemaker, oder? Pacemaker? Corosync als Synchronisation und Clusterung und Pacemaker, glaube ich, um die Maschinen zu prüfen. Ist das Pacemaker noch? Müsste ich mich mal reinlesen. Irgendwann war es mal Pacemaker, aber ich bin auch schon seit Proxmox 4 damit drin. Es kann auch sein, dass sie es geändert haben. Und du würdest jetzt einfach mehrere physikalische Maschinen mit dem Proxmox ISO ganz normal installieren und dann kannst du die hier hinzufügen, oder? Genau, du kannst, oh, wo waren das? Mach mal kurz zu, vielleicht weiß ich das ad hoc aus der Geschichte. Rechenzentrum, bist du schon mal richtig? Geh mal auf die Übersicht vom Rechenzentrum. Ah, nee, Quatsch, zwei drunter, Cluster. So, und dann kannst du von dort aus ein Cluster erstellen. Der erstellt dann quasi so einen Join-Key. Und wenn du auf einem anderen Knoten auf denselben Punkt gehst, kannst du hier einen Cluster joinen und das quasi den Key hinzufügen und die handeln sich dann alles unter SSH, über SSH aus und über Corosync synchronisieren die ihre Konfiguration und Informationen und dann sind die in einem Cluster und dann sieht man über das Webinterface hier seine zwei Server und kann dort die Maschinen verteilen, wie man lustig ist. Das ist noch eine Funktionalität. Out of the box dabei, muss man sich leider Gottes ein bisschen mit beschäftigen.
um zumindest zu wissen, wie funktioniert es in der Realität, wie ich es eingehend gesagt habe, nicht, dass man sich gegebenenfalls die nutzbare Leitung aussucht und das Ganze dann sich ein bisschen stört, also oder einschränkt so, in der Funktionalität. Und wird gerade geschrieben, sollte man nur mit näheren Knoten machen, genau. Also Cluster vergrößern, da muss halt der Knoten, der da dazu kommt, definitiv leer sein, beziehungsweise frisch sein. Oder da darf nichts drauf sein. Und ganz wichtig, die Storages, also die Platten oder die Speichergeräte, die dort verbaut sind, sollten genau gleich groß, sollten immer gleich groß sein, weil die versucht er dann untereinander genauso auszurollen, wie er sie bereits hat. Das ist ganz wichtig. Also für die Realität jetzt. Wie gesagt, es gibt immer so ein bisschen Unterschied zwischen mal ausprobieren und wie betreibt man es reell. Das ist dann immer großer Unterschied. Aber sollte man mit bedenken, ansonsten ist dann irgendwann ganz, ganz, ganz trauriges Erwachen. Und das sollte man immer ein bisschen vermeiden, wenn es geht. Ja, Also gut. Ja. ich teile mein Wissen, wo es geht, damit man eben Sehr da gut. nicht auf die Füße oder sich ins eigene Knie schießt. Jo, genau. Prinzipiell, ich denke, also ich wäre soweit eigentlich fertig. Also wir sind ja auch schon über 2 Stunden jetzt hier dabei. Also, na gut, war ein bisschen Vorlauf natürlich, aber ja. Haben wir noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt auch ziemlich am Ende. Hat noch irgendjemand irgendwo eine Frage? Ja, genau. Dann jetzt oder Oder nicht? beim nächsten Mal? Ne, beim nächsten Mal machen wir was anderes. Also entweder jetzt oder nie. Es sei denn, bei dir, wie war jetzt noch die Aufteilung? Du hast Dienstag, was bei dir auf Twitch normalerweise? Gaming unter Linux oder mit Linux. Das ist bei mir zweigeteilt. Dienstag ist mein Gaming-Tag, genauso wie am Wochenende, wie ich Zeit und Lust habe. Und Donnerstag mache ich immer technische Sachen. Letzten Donnerstag dieses Batocera Linux. Davor haben wir GNOME-Extension gebaut für GNOME 42, die es offiziell nicht dafür gab. Jo. Also so ist die Aufteilung. Dienstag Spaß, Donnerstag Technik. Technikspaß, ne? Oder Genau. Technikspaß, genau. Ja. Also steht auch unten in der Beschreibung auf jeden Fall bei YouTube. Guckt einfach mal vorbei bei Micha, abonniert das und genau, steht auch seine Webseite bei und genau, guckt da einfach mal Genau, vorbei. Twitch Dienstag und und Donnerstag. ansonsten auch Hauke, nicht der Weisheit letzter Schluss. Genau. Genau, Michas Kanal ist der. Ach stimmt, ich muss mal. Das können wir. Ich schmeiße das bei Twitch jetzt auch nochmal rein in den Chat. Genau, das ist Saint of Sinner. Das ist der Micha. Genau, schmeiße ich da nochmal rein. Zack. Genau, das wirst du auch nochmal haben. Und bei mir ist es halt nicht dabei, ist halt letzter Schluss. Da mache ich eben alles Mögliche aus dem Auf Linux- und YouTube. Open-Source-Bereich, was mir so über den Weg läuft mit. Ja, ist eine bunte Mischung. Also Administration, Entwicklung, ja, genau. So, genau, ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt wirklich. Danke, Micha, dass du wieder mit dabei warst, dass du wieder eingesprungen bist, deinen eigenen Kanal so ein bisschen vernachlässigt hast, obwohl das da ja auch parallel gelaufen ist, ne? Ich hoste das gerade nebenbei, Genau, damit ein genau. bisschen Content kommt. Aber es ist ja nicht das, was du normalerweise gemacht hättest. Nicht, dass die Leute da irgendwie, heute wird ja gar nicht gezockt. Aber Ja, nee, ach. genau. Nee, gut, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Woche irgendwann. Entweder hier wieder oder eben bei Micha. Guckt vorbei, was euch Spaß macht. Jo, Micha, noch ein abschließendes Wort. Ja, so ein Typ im Internet kenne ich. Finde ich schön, die Videos, die er so macht. In letzter Zeit ein bisschen ruhig geworden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, und ansonsten, ja, wie sage ich immer, bleib gesund und bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Gut. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.